Also der Wurf selber dann zu dem Zeitpunkt war okay, weil es war entweder oder für ihn. Ne? Aber ich hatte halt in der Auszeit ganz klar gesagt, Jungs, wir sind hier, wir sind mit 8 vor in Leverkusen, wir sind jetzt -3, ich will nicht in die Verlängerung gehen. Warum? Weil wir sind -3 oder -1, wir kommen nicht schlechter als 8, wir haben einen direkten Vergleich gegen Rostock. Das war mein Ding erstmal in der Gruppe, das die Konstellation so aufrechtzuerhalten, wenn es einen Dreiervergleich gibt, sind wir besser als die, sind wir auf jeden Fall schon mal in den letzten beiden. Das war mein Ansatz. Warum? Wenn du in die Verlängerung gehst, kannst du Verlängerung auch wie in Paderborn auf einmal eine Fackel kriegen und bist auf -15. Und da war das Ganze für Popo, ja. Und Leverkusen braucht 3 Punkte. Heinzmann. Hujic wirft. War verrückt. Also das ist natürlich zu der Zeit keiner geglaubt, dass das wirklich sowas uns erwischen kann. Ich habe gefühlt wöchentlich, täglich, mehrmals täglich mit unseren ganzen Helfern telefoniert. Und macht euch darauf gefasst, dass wir vielleicht mit weniger Leuten spielen. Macht euch darauf gefasst, dass wir gar nicht mit Zuschauern spielen. Und dann kam es ja relativ plötzlich, dass wir als Liga beschlossen haben, die Saison komplett abzusagen. Das auch, ich glaube, einen Tag vorher, dass das Spiel gegen Karlsruhe dann eingestampft wurde, und insofern war wirklich eine verrückte Situation und für uns total überraschend. Wir waren erst mal ein bisschen sprachlos und wie alle Vereine ein paar Tage gelähmt. Was machen wir jetzt nun in der Situation? Schade auch, dass wir dann um diesen Playoff-Platz gebracht wurden, oder die Chance am Playoff teilzunehmen gebracht wurden, weil das wirklich für uns ein toller Erfolg war. Vor der Saison von den sogenannten Experten deutlich unterschätzt und Abschiedskandidat Nummer 1 gehandelt noch, war das halt wirklich eine tolle Geschichte. Und wir hatten wirklich Wahnsinnsheimspiele hier. Zuschauer wurden nach und nach deutlich mehr als noch in den Saisons davor. Und insofern schade, dass es dann so schnell beendet wurde. Aber wir haben die Zeit gut nutzen können. Und ich denke, die Hauptveränderung durch die Corona-Situation war, dass wir viel früher uns schon Gedanken gemacht haben, wie rüsten wir uns mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft, mit einem vernünftigen Budget für die Saison 2021 auf. Damals gab es ja noch die Hoffnung, dass wir mit 20-30% Zuschauerauslastung in die Saison starten, was sich ja auch insgesamt ja als nichtig erwiesen hat. Das ist halt schon noch eine nennenswerte Komponente auf der Einnahmenseite. Bei uns ist ja wirklich die Sonderkonstellation, nochmal als Side-Fact, wir haben wirklich als einziger Club nicht die Chance, Corona-Hilfen einzufordern, weil wir eben keine eigenständige GmbH sind, sondern Teilung des Großvereins. Und die Hilfen ja nur fließen, wenn du wirklich dann als Verein, als wirtschaftlicher Träger in eine finanzielle Schieflage geraten würdest. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Also insofern haben wir mit deutlich weniger Mitteln arbeiten müssen. Ich würde mal sagen, unteres Drittel, also zu den letzten 5 etattechnisch, haben wir mit Sicherheit gehört. Vielleicht sogar noch 1-2 Plätze weiter unten. Also das war wirklich eine Herausforderung, dann so zu planen. Gleichzeitig war auch wirklich die Frage, wie entwickelt sich das mit den Sponsoren? Also ich muss halt wirklich sagen, dass unsere Sponsoren wirklich durch die Reihe durch nicht verkleinert haben, die Pakete. Im Gegenteil, einige haben ja zum Glück sogar ein bisschen mehr reingetan. Und spätestens als klar war, dass auch kein einziges ihrer Tickets irgendwie eingelöst werden kann, hat auch nie jemand nachgefragt, ob man irgendwie eine Reduktion anteilig oder so vornimmt. Also da wirklich ein ganz großer Dank an die Sponsoren. Das war wirklich für uns dann der große Gewinn, dass wir hier diese Saison so durcharbeiten konnten. Muss aber auch sagen, dass wir wirklich da am Limit gearbeitet haben. Also wir waren wirklich so eng getaktet, dass wir nicht die Chance hatten, beispielsweise nachzuverpflichten, wenn es so weit gekommen wäre. Wir sind auch neben Egen der einzige Club, der wirklich mit dem Kader so durchgezogen hat. Verletzungsbedingt hatten wir ja dann glücklicherweise mal nur kleinere Ausfälle. Aber das war wirklich so eine Sache, wo wir mehrfach die Zahlen nochmal gedreht haben, geguckt haben, was können wir machen. Und wir haben viel früher begonnen zu planen, zu rekrutieren, was sicherlich auch für uns keine schlechte Trockenübung war,
Und mein Learning ist, wir können eigentlich damit nicht früh genug beginnen. Ja, wir haben mit ein paar Spielern sehr früh die Unterzeichnung klar gemacht. Also das war wirklich so ein Wechsel zwischen, gerade Harris ist das beste Beispiel, eine Riesenvorfreude, dass wir den Jungen unterzeichnet haben. Gleichzeitig immer noch so ein bisschen Bammel, wenn es hart auf hart kommt, können wir uns das überhaupt leisten. Also das war schon verrückt, aber wir haben halt, wie gesagt, die letzten Spots ein bisschen nach hinten schieben können, sodass es dann am Ende gut ausgegangen ist. Aber uns war klar, dass wir halt auf verschiedenen Positionen sicherlich eine Veränderung durchführen mussten, allein auch finanzielle Hintergründe, weil wir das Geld, was wir für unsere drei Ausländer ausgegeben hatten, nicht mehr hatten. Also da war keine Chance. Da war ganz klar, da werden wir irgendwas tun müssen, auch wenn spielerisch ich den einen oder anderen gerne behalten hätte. Mir war klar, nach dem Spiel gegen Rostock und auch die Situation in Rostock, dass der Harris im Endeffekt dort nicht sehr glücklich ist. Und ich habe seinen Agenten sehr früh kontaktiert und gefragt, du, wie sieht die Situation aus? Und wir haben lange gesprochen, habe mit Harris lange gesprochen und es war der erste Junge, den ich sehr früh unterschrieben habe und der sehr früh committed hat zum Programm. Ja, und dann fiel halt das eine zum anderen, so immer ein Ding ins andere, brauchte einen neuen Big Man, hatte mit einigen gesprochen. Marco habe ich, glaube ich, im Urlaub klar gemacht, da saßen wir gerade im Restaurant, klingelt das Telefon und da hat er mich aus Berlin angerufen oder ich habe ihn angetickert, aber Zeit dazu sprechen, habe ich mit ihm gequatscht, dreiviertel Stunde. Da haben wir ein bisschen gequatscht und mir hat seine Spielphilosophie sehr gefallen, dass man als Team spielt, dass es keinen gibt, der the man ist, sondern dass quasi jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und das hat mir sehr imponiert und allgemein auch seine Art, sehr locker, kam sehr sympathisch rüber. Und damals hatte ja der Harris auch schon unterschrieben, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, mit dem ich drei Jahre zusammen in Oldenburg gespielt habe. Und da habe ich mit ihm noch ein bisschen gesprochen und dann war es eigentlich keine schwere Entscheidung mehr. JJ war auch eine Geschichte von innerhalb von nicht mal einer Woche. Agent schrieb mir an, sagte hier ehemaliger Bundesligaspieler, bum bum bum, vielleicht brauchst du den. Der ist gerade in Heidelberg zum Tryout. Ich so, okay, habe mir Statistiken angeguckt und ein bisschen rumtelefoniert mit Hagen oder ehemaligen Hagen dann und habe gesagt, okay, Spieler für uns, nehme ich. Und JJ hat sich dann schnell entschieden, zu uns zu kommen. Und eigentlich, glaube ich, hätten die Heidelberger den auch ganz gerne gehabt. Für was für Geld, weiß ich nicht, aber ist egal. Auch er hat sich dann schnell auf uns festgelegt. JJ, man, so hoch habe ich ihn noch nie springen sehen. Guck dir das an! Ja. Hat er sich ein bisschen abgestimmt, aber gut. Ich muss sagen, mit JJ hatte ich meine erste Begegnung im Individualtraining letzten Sommer. Da war er gerade hergekommen mit seiner Familie und hat gefragt, so Coach, kannst du ein bisschen rebounden für mich? Wollen wir was machen? Und dann haben wir uns getroffen in der Trainingshalle und haben ein bisschen gequatscht. Und ich meine, ich habe den ja kennengelernt. Er ist ein unfassbar offener Typ und kann sehr gut reden. Ist ein absoluter Teamplayer. Und dann haben wir losgelegt mit unserem Individualtraining und ich dachte am Anfang so, was macht er denn da? Also so einfache Dinge wie Korbleger ist er jetzt nicht so wirklich hoch gesprungen. Ans Brett schlagen war ich mir nicht sicher, kommt er überhaupt ans Netz? Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben erzählt. Aber dann haben wir geworfen und dann konnte ich meinen Augen nicht mehr trauen. Weil, also wenn man mit guten Schützen wirft, dann treffen die auch mal 7 oder 8 von 10 Würfen von der Dreierlinie. Bei ihm ging es einfach die ganze Zeit immer weiter, kaum Fehlwürfe. Und dann habe ich verstanden, was er überhaupt für ein Spielertyp ist. Dass er einfach ein hervorragender Schütze ist, was er auch dieses Jahr gezeigt hat. Aber dieses ganze Zockergehen, was er hat, also einfach unfassbar clever zu sein, unfassbar schnelle Hände in der Defense zu haben, alles das kann man natürlich im Individualtraining noch nicht sehen. Das hat man dann in den ersten Teamtrainingseinheiten gesehen. Und dann hat man auch gelernt als Trainer, dass Athletik vielleicht wichtig ist, aber nicht das alles entscheidende Kriterium, wenn man andere Dinge mitbringt. Und JJ ist einfach so ein Typ, der nicht von seiner Athletik lebt, aber doch schnell ist. Aber auch sehr davon lebt, dass er extrem erfahren ist, extrem clever ist und unserer Mannschaft natürlich als Leader sehr, sehr geholfen hat, weil er einfach ein toller Anführer ist, immer versucht hat, die Jungs alle zusammenzuholen und dadurch auch die Mannschaft irgendwo ein Stück weit geführt hat mit den anderen Kapitänen. Die zwei jungen Amerikaner hatte ich auch ganz früh unterschrieben. Das war sicherlich eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen gamblen, weil geldmäßig sind wir halt nicht so
gut gebettet in dem Jahr und da muss ich einfach gucken und habe einfach geguckt, okay, welches Paket passt mit dem Grant. Der spielt da an der Uni und hat da Zahlen abgeliefert. Dort spielte auch der eine Amerikaner, der glaube Topscorer war, wie er in Kirchheim war, war dann in Bremerhaven der Flügel Dreier Vierer. So ein Scorer, der war glaube Topscorer in der Pro A, kam aus der gleichen College wie Grant. Und ich so, damn, Grant hat noch bessere Zahlen als der. Also kann nicht so schlecht sein. Ja? Guckte mir natürlich viele Videos an. Aber du weißt ja, wie das ist. Ne? Du guckst dir Videos an und reden über College Basketball auf einem kleineren Level, D2 oder NAIA sind halt Schulen, die sind kleiner. Da wird ein bisschen anders gespielt noch, auch von der Physis her. Und das hat sich halt auch hier gezeigt, dass dem Grant am Anfang auf jeden Fall das noch gefehlt hat. Ja? Also auch er musste sich an das System hier und an die Gegebenheiten erstmal gewöhnen und von zu Hause weg. Wirklich das erste Mal außerhalb von Amerika. War für ihn sicherlich auch nicht so einfach, aber ich glaube, der hat schon einen coolen Schritt gemacht mit Paddy. Paddy war, glaube ich, einer der Ersten. Ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen blenden lassen von den ganzen Sachen, die die Amis halt immer rüberschicken, weil jeder Spieler, den du bekommst von den Amerikanern, der ist immer super, Prospekt, ganz nett, ganz dufte Typ, ist alles gut, schön, also alles ganz toll, ja. Und alles sind Leute, die in die NBA gehen können irgendwann mal, wie das halt so ist. Und das muss man abwägen können, aber Paddy war körperlich noch nicht annähernd so weit, dass er hätte in der Liga spielen können im Jahr. Aber Paddy hat super Anlagen, aber hat in der Zeit, wo er bei uns war, einfach nicht das abgerufen, was wir brauchten. Und da stehen einfach unsere Organisation und unsere Fans, denen stehen wir in der Pflicht, dass wir die bestmögliche Mannschaft auch aufstellen. Und wenn man da so eine Entscheidung treffen muss, dann gehört das einfach dazu. Er ist ein super Junge, toller Charakter und wie gesagt, hat super Anlagen. Deswegen glaube ich auch, dass er seinen Weg in Zukunft gehen wird. Aber für die Saison war das, wie du schon gesagt hast, dann im Endeffekt doch sehr wichtig, auf der sehr, sehr wichtigen Point-Guard-Position eine Veränderung zu vollführen. Und wir haben mit Wyatt Lowhouse einen Spieler gefunden, der erstmal ein bisschen unscheinbar war. Aber wenn man sich die Videos von den Spielen nochmal anschaut und ein bisschen reflektiert über die Saison, dann muss man sagen, hat er einen großartigen Job gemacht, hat immer mit extrem viel Herz gespielt, hat aber auch sehr viel mit Köpfchen gespielt und aus seinen Möglichkeiten sehr, sehr viel rausgeholt, hat sich auch in kurzer Zeit super entwickelt und hat uns stabilisiert als Point Guard. Und von daher haben wir da alles richtig gemacht. Und sonst sind wir ja bei dem geblieben, was wir im Endeffekt hatten. Boah, ich weiß nur, dass ich mit Hansi noch gesprochen hatte, irgendwann August, und wir gar nicht klar hatten, so, okay, wann soll es jetzt losgehen, etc. Und wir noch gerne in Urlaub fahren wollten, Wall und ich. Und dann so, ja, Hansi, wann geht's eigentlich los? Ja, wissen wir noch nicht, wir wollen in Urlaub. Ja, fahrt erstmal. Und dann war es so, okay, wir fangen im September an. Und das war für uns noch natürlich eine Menge Zeit dazwischen. Es war voll ungewiss. Auch der ganze Sommer extrem lang und gar nicht wie gewusst, wie man starten sollte. Und dann war es echt ziemlich geil, dass man dann gesagt hat, okay, wir können jetzt Vorbereitung anfangen. Das war so ein bisschen ein erlösendes Gefühl, würde ich sagen, dass man dann starten konnte. Ja, Hagen in Blau, Leverkusen in Weiß. Endlich wieder Live-Basketball im Ligabetrieb. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß dabei. Super Pass von JJ Mann. Mann, der ist schwierig. Ach, der ist gut. One, two, three. JJ Mann. Gute Übersicht. JJ Mann findet Haris Hujic. 29 zu 30 aus Sicht der Leverkusen und noch 4 Minuten. Ich glaube, vor der Saison hatte ich echt gedacht, wir haben eine coole Truppe zusammen. Dann fängst du die ersten Spiele an zu machen und siehst erstmal, wo bist du. Ne? Dieser Standortbestimmung selber war nicht einfach durch diese schlechten Vorbereitungsspiele. Dann gehen wir ins erste Spiel gegen Hagen und dachte, wir haben glaub, 2 Jahre vorher gegen Hagen jedes Mal einen Klatsch gekriegt. Also shit, jetzt kommen die Hagener schon wieder erste Saisonspiele, nur nicht gleich wieder verlieren. Ich hatte die Überzahl. Sehr gut gespielt. Eddie Hieben gegen Baum hat 3 Fouls. Haris Hujic, das läuft. Karl macht's besser. 54-52 für die Leverkusener. Gut gespielt.
Patschak, schöne Bewegung, sehr guter Spin. Das war kein gutes Spiel, aber wir haben am Schluss noch mit 4 gemacht. Erstes Spiel gegen Hagenborn, cool. Und dann kamen gleich die dicken Brocken. Und da wussten wir ganz genau, die beiden sind auf jeden Fall die, die es zu schlagen. Und wenn du da mitspielen kannst, dann weißt du, kannst du oben mitspielen. Und das, ich glaube, das haben wir gezeigt. Selbst für 1500 in Rostock haben wir lange mitgespielt. Und dann haben wir, glaube ich, die letzten 5 oder 6 Minuten keinen Korb mehr gemacht. Katastrophe. 8,2, super spannend. Los auf Heinzmann, nochmal das gleiche Spiel, Händler zurück. Dann ist da Hujic. Hujic mit dem Dreierversuch, nicht das drin. Ach, der Ball war. Oh, nein, nee, der Kuhn bekommt den Ball. Aus. Ja, Plattler, wohl bei 0,2, wenn ich das richtig. Nee, 0,4 wird jetzt erhöht. Naja, gut. Also 0,4 noch zu spielen. 86, 83 für die Siebels. Ballbesitz hier Weckhusen. Einwurf hier Weckhusen. Von Johaus. Man zieht gleich ab. Trifft nicht. Siebels gewinnen. Ihr erstes Heimspiel in der Saison 2020-2021 mit 86 zu 83. Hartes Stück Arbeit auf jeden Fall. Erwartet hart, weil Leverkusen wirklich ein starker Gegner war. Und auch ist und auch noch viele Mannschaften, glaube ich, sehr schwer haben werden gegen Leverkusen in der Saison. Ohne die Zuschauer hätte Rostock das nicht gewonnen. Ja, das war da schon wieder so ein entscheidendes Ding. Wir sagten, ist halt so, wie es ist, fertig. Okay, aber du fährst ja auch nicht nach Rostock, sondern du willst in Rostock gewinnen. Also so verwegen im zweiten Saisonspiel. Ich weiß, wie wir finanziell aufgestellt sind und wie der Kader aussieht und was Rostock hatte. Denke ich so, du kannst, wenn du da mit hinfährst und du spielst mit, bin ich schon zufrieden. Das sind immer so die Sachen auswärts gegen die guten Mannschaft, musst du bestehen können, um zu schauen, dass du auch dann wirklich in diese Playoff-Ränge mit reinrutschen kannst. Und das hat uns erstmal gezeigt, okay, wir können da mitspielen und wie konstant können wir mitspielen. Ganz starke, vor allem defensiv starke Leistung der Knights hier in dieser zweiten Halbzeit. Ja, und das wird es dann gewesen sein. Der zählt nochmal 72 zu 65, gewinnt Science City Jena hier bei den Bayer Giants Leverkusen. Eberhard das Spiel gewinnen, Eberhard hier nicht trifft. Und damit feiern die Panthers einen 85 zu 80 Heimsieg gegen die Bayer Giants Leverkusen. Differenz eine Rolle spielen. Letzte Sekunde, Karl nochmal aus der Drehung und damit ist das Spiel. Triffst du den Falschen zur falschen Zeit, dann hast du einfach Pech, dann kannst du einfach nichts machen. Ja, und dann läufst du hier aufs Feld und dann haben es drei andere und schon ist das Thema durch. Natürlich haben wir uns an die Sachen gehalten und der Verein und die Verantwortlichen haben auch das Konzept entsprechend, was die Liga vorausgesetzt hat, umgesetzt. Das wird, denke ich, ein entscheidender Faktor auch mit gewesen sein. Aber ohne dieses Quäntchen Glück, glaube ich, hätten wir trotzdem irgendwo uns was eingefangen. Ja. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu, gerade mit den Testungen, dass man, ne, wer darf die Testung machen, wann werden die gemacht, wie stellen wir uns am besten auf, wann fahren wir los, weil wer will schon auf der Autobahn vom Gegner erfahren, dass dort ein positiver Test ist und dann drehen wir wieder um. Also es sind wirklich viele, viele Sachen hinten dran gewesen. Aber unterm Strich haben wir das ja wirklich gut meistern können, weil auch wirklich da untereinander in der Liga die Teams sich immer abgesprochen haben und das dann gut funktioniert hat. Wir hatten ja die eine Geschichte da in der Preseason mit Hagen, wo wir dann alle zurückgerufen wurden quasi vorher und das Spiel gar nicht stattfinden konnte und letzten Endes war es dann ein falsch positiver, aber trotzdem mit diesem Moment der Unsicherheit, jetzt gehe ich zum Test, bin ich positiv, habe ich meine Familie schon gesehen, was ist schon passiert?
da kriegt man halt dann einfach einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn man es woanders hört. Und wenn man diesen Bezug dann für sich einmal gespürt hat und dann mitbekommt, ne, dass Mannschaften vielleicht auch zweimal in Quarantäne sind und wieder 6 oder 7 infiziert sind, dann macht das schon was mit einem, weil letzten Endes, klar, Gegner auf dem Feld, aber auf der anderen Seite sind da auch natürlich Menschen hinter, Familien hinter, und das beschäftigt einen schon auf jeden Fall. I mean, I can imagine it's tough for those teams that had to quarantine for 2 weeks and not practice, and you just, that's just annoying. And so I'm just very thankful that we never had to deal with any of that. My mom and my dad were both going to come visit this year if they could, but since they weren't, I was obviously disappointed, but you know, that's part of the business, so. It's tough not seeing your family and friends and stuff like that, but I talk to my parents and siblings once a week at least, and then I play video games with my friends back home still, so that helps. But I mean, the guys on the team have become really good friends to me also, so that helps a lot with the transition. So it wasn't too bad, honestly, but it's always tough without your family and stuff being within reach. Ich glaube, dass wir darunter schon gelitten haben. Nichtsdestotrotz die Stimmung im Team sehr, sehr gut war. Und dass Hansi, glaube ich, auch wenn er Spieler rekrutiert hier für das Team, sehr darauf achtet, gute Charaktere zusammenzuholen, die on and off the court dann auch funktionieren. Man kann das natürlich nicht garantieren. Aber ich glaube, jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass wir uns zumindest in der kurzen Zeit oder auf dem Basketballfeld gut verstanden haben. Und wir haben probiert, das Beste daraus zu machen aus der Situation. Was passiert wäre, wenn wir uns noch nebenher getroffen hätten, wenn ich mit den Jungs in Köln mal irgendwie den einen oder anderen Clubbesuch hätte machen können? Wer weiß, vielleicht hätten wir dann auch das Finale nicht erreicht, von daher. Oh, ich glaube, die Truppe hat sehr früh verstanden, dass hier mit Partien weggehen, irgendwelche andere Leute groß treffen, die dann hier nicht viel mit am Hut haben werden dieses Jahr. Und wenn sie es tun, bezahlen alle im Endeffekt die Rechnung mit 2 Wochen Quarantäne oder sowas. Wir hatten nicht einen Corona-Fall. Das heißt, ich glaube, dass die Jungs extremst diszipliniert waren, gerade in dieser Hinsicht, obwohl wir Studenten haben, Schüler hatten, Leute, die arbeiten waren, etc., hat jeder vermieden, irgendwas extra zu machen, was uns jetzt geschadet hat als Team. Haben die schnell kapiert. Warum? Ich glaube, die waren auch bereit, das zu geben, weil die einfach in dieser Gruppe, die haben einfach eine Gruppe gefunden, es hat sich eine Gruppe ergeben, wo alle sehr gut miteinander auskamen. Und dann hatten die diesen Ersatz, irgendwo wegzugehen, hatten die immer untereinander. Die haben sich dann zusammen hingehockt, Karten gespielt. Es waren immer die gleichen, also immer diese Gruppe. Es war nie jemand Externes wirklich dabei, dass irgendwas passieren konnte. Und das hat sehr, sehr, sehr viel ausgemacht. Ich glaube, für die ganze Saison, für dieses Teambuilding, ne, das Teambuilding, was die normalerweise irgendwie versucht hinzubekommen, war ja unmöglich. Die Vorbereitung war ja auch schon, alles Corona. Wir konnten nirgendwo hin, ich habe keine Ahnung, wie wir in Belgien Spiele absagen mussten wegen Corona-Zahlen. Oder in, keine Ahnung, wo wir hinfahren wollen, nach Holland, zu irgendeinem Turnier für 2 Tage. Es ist ja die Hälfte immer ausgefallen. Wir mussten auch das eine Spiel in Hagen absagen, weil wir einen falschen Test hatten, aber wir hatten halt einen positiven Test, der sich nicht bestätigt hat, aber trotzdem musst du halt dann die Sachen absagen. Ja, das war ein Riesenchaos, und damit umgehen zu können, das hat die Mannschaft super gemacht dieses Jahr. Ich glaube, das ist das A und O, diese Disziplin eben. Also die Jungs, die haben wirklich vorbildlich hier sich an die Regeln gehalten, haben wirklich nur in ihrer im Mikrokosmos quasi gearbeitet. Das hat man zwischenzeitlich auch gemerkt, also dass dann irgendwann die Abwechslung fehlt, die man sonst hat, sei es einfach nur mal abends irgendwie rausgehen oder Kino oder was alles dazugehört, um wirklich auch ein Privatleben neben dem Job zu haben und auch mal andere Gesichter zu sehen. Das ging anderen Teams nicht anders. Also irgendwann hat man so eine Art Lagerkoller, weil man eben nur in diesem Mikrokosmos lebt. Aber da muss ich wirklich den Hut ziehen. Also die Jungs haben da vorbildlich sich an die Regeln gehalten und ist auf jeden Fall der Hauptgrund, warum wir neben diesen ganzen Hygienekonzepten und so weiter nicht einen einzigen Fall bei uns im Team hatten. Also, der 7. gegen den 10. Leverkusen hatte jetzt eine längere Pause. Die haben Corona-bedingt das Spiel gegen Adland letzten Sonntag ausgefallen. Adland, die hatten Corona-Fall im Umfeld. Das heißt, die sind ausgeruht. Die Träger mit 2 Spielen in den Knochen. Mal gucken, wie sie es wegstecken. Wenn ich jetzt mir den Verlauf der Saison angucke, ich glaube, wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten reinzukommen. Da waren wir noch so ein bisschen unsicher, was sind wir wirklich, können wir die Leistungsfähigkeit, die wir haben als Team, wirklich umsetzen in den Spielen. Ich war mir sehr sicher, nach ein paar Wochen in der Vorbereitung eigentlich, dass das Team, was Hansi dieses Jahr zusammengestellt hat, noch leistungsfähiger sein kann.
als das, was wir das Jahr schon davor hatten. Es schwebte dann natürlich immer so ein bisschen die Unsicherheit mit, ob wir das wirklich abrufen können. Ich muss ja sagen, hatte ein bisschen meine Probleme am Anfang der Saison. Es war ein neues Team, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und für mich persönlich war das Spiel in Trier irgendwie so ein Punkt, wo es sich ins Bessere geändert hat. Und so langsam nähern wir uns der Quantenstein. Ach, schöner Pass auf Batschak. Batschak gegen Grof und er trifft den Dreier, das tut richtig weh. Der Center Batschak schießt Grof den Dreier ins Gesicht, ganz starke Aktion. Der Dreier kurz vor Schluss, den ich einfach komplett aus dem, wo ich komplett aus dem Spielzug ausgebrochen bin und einfach den Dreier genommen. Wenn ich ihn nicht treffe, kriege ich wahrscheinlich Ärger von Hansi und Jack, aber den habe ich dann zum Glück getroffen. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich auch einen emotionalen Ausbruch so ein bisschen hatte in mir. Und dann ab da ging es für mich eigentlich auch bergauf, finde ich. Und da konnte ich meine Leistung immer steigern und immer konstant meinen Beitrag leisten. Den ersten verwirft er. Ist natürlich in der Phase aus Leverkusener Sicht nicht gut. Den zweiten macht er. Leverkusen mit 7 in Front. Konnte. Jetzt kann Leverkusen die Uhr runterspielen. Warum? Oh, Hujic. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht clever, jetzt zu schießen, statt Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber wenn du natürlich reinschießt, dann ist es das Cleverste, was du machen kannst. 5 Punkte. Leverkusener Führung. 24 Sekunden. Oh. Ja, da hat Trier keine andere Chance, als Zonenbretze zu spielen. Und das bestraft Heinzmann mit dem Eliub gnadenlos. Adams verwirft. Das dürfte gelaufen sein. Jetzt ist es spätestens gelaufen. Trier verliert gegen Leverkusener, die gut aufgelegt waren im letzten Viertel. Es ist schade, der Dämpfer nach dem Sieg gegen Jena. Und Leverkusen beendet eine Niederlagenserie. Wie gesagt, aus 8 Spielen haben sie nur 3 gewonnen. Das war das vierte. Wir haben ja am Anfang einen recht mauen Start hingelegt, sage ich mal. Waren immer so um die ausgeglichene Bilanz am Rumlungern, sage ich jetzt mal. Und auf einmal gewinnen wir dann 4 Spiele in Folge. Die Giants können nicht ganz ausspielen. Sie sehen das. Knapp 5,5 Sekunden Differenz zwischen Schottlock und Gelbock. Guter Cut. Oh, und dann darf er sich da nicht abräumen lassen. Da muss er Harris Hulic belohnen für den Pass und sich selbst auch für den Cut. Ja. Ball ist weg. JJ Mann von der Mittellinie hätte gezählt. So steht es 32-45 zum Ende der ersten Halbzeit. Und das fühlt sich jetzt einfach so ein bisschen nüchtern an, weil das erste Viertel der Giants wirklich deutlich besser war. Ich glaube, an dem Spieltag kamen so einige Sachen zusammen. Wir haben gedacht, wir könnten besser spielen und performen gegen die. Es lief nicht rund. Ich war mit so einigen Sachen von der Mannschaft nicht zufrieden. Also mit so einigen Sachen von den Schiris nicht zufrieden im Spiel. Und irgendwo musste halt der Dampf halt mal raus. Und dann hat halt der arme Mülleimer da hinhalten müssen dafür. Und es wurde bestimmt auch mal laut in der Kabine danach. Es war eine kurze Ansprache. Ja, manchmal muss es halt raus. Ich meine, was willst du machen, Henning? Du sitzt, es versteht jeder jedes Wort auf dem Spielfeld, ob sie Schiris sind, die Gegner sind, etc. Man muss sich dann schon mal zurückhalten mit dem, was man sagt. Und muss einfach aufpassen, dass man nichts Dummes macht. Und wenn er halt mal so Dampf ablässt, dass man so Dampf ab. Ja, das war das erste Mal und sonst, ich glaube, in der Saison, ich weiß nicht, da musste die Jungs fragen, ob ich da irgendwann mal getillt bin, weil ich führe darüber kein Buch und es ist eigentlich auch nicht nötig, für mich wirklich, wirklich laut zu werden vor den Jungs. Also ich versuche das schon. Klar bin ich mal angepisselt, aber prinzipiell nach der Saison, was soll ich da sagen? Ja, wie viele Spiele gab es, dass ich wirklich angepisst sein sollte? Wenige. Thank you.
Wir hatten dann Serien dabei, wo wir 4-5 Spiele in Folge gewonnen haben und dann immer wieder ein Spiel knapp verloren haben. Aber auch die Spiele haben gezeigt, dass wir gegen die besten Teams mithalten können. Am Anfang habe ich schon gedacht, okay, wir haben echt gutes Potenzial mit den Spielern, aber wir brauchen Zeit. Und die Hinrunde war natürlich so ein bisschen durchwachsen auch. Klar, wir hatten hohe Ambitionen und es hat am Ende immer so an Kleinigkeiten gefehlt so ein bisschen, weil wir noch unerfahren waren. Alle Spieler, die waren in einer neuen Situation, neue Rolle. Man musste sich erstmal so ein bisschen, ich würde sagen, so eine halbe Saison circa reinfinden. Gerade weil wir auch so eine junge Mannschaft sind und auch die zwei von den drei Amerikanern ziemlich jung sind und generell, abgesehen von Michi, Dennis und JJ, alle eigentlich ziemlich auch unerfahren sind, sage ich mal, was Jahre jetzt angeht. Und deswegen dachte ich, vielleicht fehlt uns am Ende ein bisschen was von der Erfahrung, aber wir haben es einfach mit Kampf, Herz und Teamgeist irgendwie weggemacht und wir hatten das, was alle anderen nicht hatten, und zwar ein gutes Team gefühlt, dass wir den Ball laufen lassen, dass jeder mal was machen kann. Und so im Laufe der Saison habe ich das gemerkt und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass wir verlieren können. Also wenn wir verlieren, dann nur, weil wir schlecht gespielt haben und nicht, weil die Gegner uns irgendwas weggenommen haben oder weil die so gut gespielt haben, sondern als ich das gemerkt habe, dachte ich, okay, eigentlich ist mit der Mannschaft alles möglich. Und ab der Rückrunde war mir klar, boah ja, ab da kommt eigentlich so unsere Zeit, so die letzten 6-8 Wochen der Saison, so da sind wir dann komplett da sind wir eingespielt und ab da lief es erstaunlicherweise genau an dem Punkt dann auch extrem gut, dass wir ab da dann alles gewonnen haben. Zum Ende der Hauptrunde, wo es Richtung Playoffs ging, wo es dann natürlich auch wichtig wird, sind wir einfach so heiß gelaufen und haben einfach so guten Basketball gespielt. Das war einfach schön auch von außen zu sehen. Und selbst wenn ich nicht so viel spielen konnte, weiß ich, dass ich auch meinen Beitrag von der Bank dazu leisten konnte, mit Energie bringen, mit Anfeuern und allem drum und dran. Und es hat einfach Spaß gemacht, den Jungs zuzusehen, weil es halt wirklich einfach, ja, ich sag jetzt einfach mal, Basketball wie im Lehrbuch war. Es war die gesamte Mannschaft. Mal hat der eine 20 gemacht, die anderen 10, die anderen 15. Mal haben 5 oder 6 Leute 10 gemacht. Es war schwer, uns auszurechnen, deswegen auch schwer, uns zu stoppen. Und es hat einfach super Spaß gemacht, den Jungs dabei zuzusehen. Ich meine, ich habe sogar am Anfang der Saison irgendwann mal gesagt gehabt, ich habe das Gefühl, es ist halt noch mehr möglich als in den letzten Jahren, weil wir noch besser zusammenpassen alle. Alle Spieler sich noch besser verstehen, als es in den letzten Jahren schon der Fall war und wir auch individuell noch mal eine Schippe draufgelegt haben. Und am Ende der Saison hat man es ja auch gesehen, wir haben wirklich viele sehr gute Spieler dabei gehabt und wir haben halt auch die Leistung erbracht, die wir erbringen wollten oder eben auch mehr erbracht, als wir geplant hatten. Ich habe schon am Anfang der Saison das Gefühl gehabt, dass wir einfach so gut als Team zusammenspielen und auch das Potenzial, auch die individuelle Klasse da war, dass da eben viel drin ist. Dass es so viel geworden ist am Ende, das hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber ich hatte schon das Gefühl, es wäre mehr drin als letztes Jahr, wo wir im Endeffekt ja auch schon einen guten Playoff-Platz hatten, als die Saison abgebrochen wurde. Deswegen hat es mich dann nicht ganz so überrascht, dass wir am Ende Fünfter geworden sind. Aber alles, was danach dann kam, das war dann doch schon mehr als erwartet. Ja. Also ich war, glaube ich, auch nicht der Einzige, der das kritisch gesehen hat oder kritisch gegenüberstand, weil
Ich fand eine Serie ist meiner Meinung nach einfach viel spannender. Aber nichtsdestotrotz, man hat versucht, ja generell für alle, also auch nicht nur für die, die vielleicht in der ersten Runde rausgeflogen wären, sondern auch die, die ins Finale gezogen werden. Man hat versucht, einfach die Spiele zu minimieren oder die Saison, also die Playoff-Saison zu minimieren. Das habe ich auch sicher auch so verstanden. Nichtsdestotrotz finde ich, im Großen und Ganzen ist es auch gut gelaufen. Aber wenn man mich fragt, ob man sagen würde, eine Serie oder Gruppenphasen, dann würde ich immer noch sagen Serie, weil das einfach viel spannender ist. Ich habe mich schon darauf gefreut, gegen ein Team zu spielen. Und dann wird das ja auch immer nach dem zweiten Spiel ein bisschen persönlicher, weil man sich so oft sieht und so viele Ellbogen verteilt gegeneinander und untereinander. Und dann wird das schon was Extremes. So, man will den Gegner unbedingt besiegen. Und bei dem Gruppenformat war es ein bisschen, es war wie so eine verlängerte Saison. Und man hat auch gefühlt erstmal das erste Spiel gebraucht, um zu verstehen, dass es Playoffs sind. Weil man jetzt nicht wusste, okay, wir spielen jetzt fünfmal gegen Quakenbrück oder wie auch immer, sondern wir wussten, okay, wir müssen spielen gegen jeden einmal oder zweimal. Und jeder Punkt zählt eigentlich, dass jede Minute quasi jetzt in jedem Spiel wichtiger ist als in der normalen Playoff-Serie, weil da ist es, verlierst du ein Spiel, hakst du es ab, sagst, okay, wir gehen in die nächsten drei. Und das war halt in diesem Format nicht so, da war wirklich jede Minute wichtig. Ja, es ist natürlich was ganz anderes als das, was man schon Ewigkeiten kennt. Es fühlt sich halt eher an wie, ich kann es nicht vergleichen, aber es wäre halt eher so eine Fußball-WM gefühlt. Ne? Man weiß ja auch, wie da häufig eben auch mal Teams erfolgreich sind, die eigentlich nicht die Favoriten sind. Es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man Best of Five, Best of Seven oder wie auch immer spielt, in einem normalen Playoff-Modus. Und man kann natürlich sagen, es kann eben sein, dass das für die schwächeren Teams eben auch von Vorteil sein kann. Wenn ich aber überlege, dass wir jetzt normale Playoffs gespielt hätten, glaube ich, hätten wir auch ziemlich viel erreichen können. Weil selbst wenn man ein Team eben mehr als zweimal schlagen muss oder eben nicht wie in der Gruppe die anderen Spiele mitzählen, selbst da, glaube ich, hätten wir auch viel Erfolg haben können, einfach mit diesem Lauf, den wir in den ganzen Playoffs hatten. I kind of liked that format over maybe playing a 3 or 5 game series. I just thought, you know, mixing up who you play every time, because playing the same team over and over can get a little just repetitive and tough. So I liked the format and I think it actually kind of worked to our advantage. Also, ich meine, meine Pro-A-Playoff-Karriere war 0-6. Ja, ich habe 6-mal auf die Mütze bekommen in Köln. Ich wollte gerade sagen, nicht mit Leverkusen. Von daher war für mich eigentlich erstmal wichtig, dass wir Spiele gewinnen. Ob wir die jetzt in der Gruppenphase gewinnen, ob wir die im K.O.-Modus gewinnen. Wir hatten natürlich eine Bärengruppe, ne? Also Rostock, Jena, wir und Adland schon eine Hausnummer. Also ich glaube, da kann nicht mehr viel passieren. Also da hast du die sogenannte Todesgruppe erwischt und in der musst du spielen. Und aber das Einzige, was wir aus der Saison her wussten, wir haben gegen Heidelberg einmal ein schlechtes Spiel gemacht. Gegen die anderen Teams haben wir eigentlich in allen Spielen, waren wir zumindest immer dran oder haben sogar gewonnen. Und Jena war das einzige Team, wo wir in der Saison beide Spiele verloren hatten. Deswegen kann man zwar sagen, wir haben halt Rostock und Bremerhaven immer gut ausgesehen, gegen Jena und Heidelberg mal ein Spiel nicht oder gegen Jena eben beide Spiele verloren. Aber im Endeffekt waren alle vier Teams, denke ich, ähnlich stark einzuschätzen aus unserer Sicht, weil wir doch gegen alle vier auch mal Chancen hatten und eben auch gewonnen hatten. Auch mal. Dann ging es auf einmal los, dass das erste Playoff-Spiel in Adland anstand, direkt ein Auswärtsspiel gegen einen schwierigen Gegner. Aber die Jungs haben gesagt, alles, was in der Saison war, ist vorbei. Jetzt startet eine neue Saison. Wir sind selbstbewusst, wir sind ein Underdog und wir geben Vollgas. To end the year, we were really playing well. I don't know how. I think we won like 8 of our last 9 games, something like that. And just the way we were feeling, even going into it, was like nobody can beat us. Herzlich willkommen zur besten Zeit des Jahres aus Sicht eines Basketballfans. Herzlich willkommen zum ersten Spieltag in der Playoff-Gruppe 1. Der Barmer Zweig Basketball-Bundesliga. Es geht um nichts anderes als den Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga. Dreierquote von knapp 44% und das bei einem nicht unwesentlichen Volumen. Ah, Pech wie die Leverkusener, der tanzt ja bald zweimal auf dem Ring. Und Adrian Breisau, schöner Drive.
den hier erlaubten Foul. Im nächsten Dreier aber auch der Versuch, nur an den Ring und dann ein bisschen vor dem Rudel. Denn das ist jetzt einer der Schlüsselmomente im Spiel, in dem das Heft des Handelns den Besitzer wechseln könnte. Und Sheldon Eberhardt mit dem nächsten Dreier und plötzlich ist es ein One-Possession-Game zwischen diesen beiden Mannschaften. Und dann hat dieses Auswärtsspiel in Atland, wo es erst gar nicht so gut für uns aussah, dann auf einmal extrem viel Momentum entwickelt. Wird per Alley-Oop-Anspiel gesucht, aber sie entscheiden sich nochmal um, nehmen den Dreier. Jetzt bitte. Der nächste Dreier, der nächste Treffer und der nächste einfache Turnover. Und jetzt muss die Timeout kommen. Eddie Edison wieder in der Partie und der nächste Dreier diesmal aus der Ecke und dann gut weitergehasselt. Jetzt trappen die Okpara sehr stark. Und oh ja. Das ist ein Korb von Sheldon Eberhardt, der sicherlich seinen Platz in den Alltag finden wird. Und das verteidigen die Dragons jetzt ganz stark. Schwieriger Wurf, aber da braucht er, glaube ich, eigentlich so größentechnisch keine Angst haben, der Junge hier. Der nächste Dreier aus der Ecke. Diesmal tritt die JJ Mann. Bisschen zu sehr gearbeitet gegen den Feindmann. Der nächste Dreier, der nächste Treffer. Die Dragons haben super verteidigt, haben das runtergespielt und dann, wie jetzt wieder, gibt es den freien Dreier aus der Ecke und als Belohnung noch einen Foul oben drauf. Die Leverkusener setzen sich mit 84 zu 102 am Ende durch. Und in Atlant zu gewinnen, also die haben auch eine riesen Vorrunde gespielt, hatten aber auch immer wieder mal Verletzungspech. Und du fährst dahin und nach einem ganz engen dritten Viertel, Mitte drittes Viertel, ging das Ding einfach umeinander, gewinnen mit 20. Und damit war für uns so die Tür offen für alles. Ja. Dann kam Rostock hierher, Jena kam hierher in der Jacques hatte dann für die Vorbereitung. Das war ja immer nur 2-3 Tage, haben wir kurz vor dem Spiel da drin gesessen und hat so ein Highlight-Video zusammengeschnitten. Ich glaube, da hätten die Jungs, keine Ahnung, die waren sowas von fokussiert und heiß. Und das, na, die Rechnung haben sie natürlich dann auch hinterlassen für Jena. Nochmal, also das nennt sich 35, das ist ein Elite-Play. Und ich glaube, einmal ist es gegen Trier, hatte ich das einmal. Das war ein Poster dann. Aber, ja, gegen Jena hatte ich auch so ein Play gehabt. Bilder im Kopf, so, was das für Emotionen sind so nach dem Spiel. Und nach Atlant war es schon so, okay, krass, wir gewinnen so deutlich hier so. Jetzt kommt Jena. Und nach Jena war es schon so, okay, das ist wirklich, das, was hier gerade passiert, ist heftig. Und nach Jena haben wir uns als Team auch intern gesagt, okay, jetzt wollen wir es wirklich richtig. Also jetzt wollen wir es wirklich. Vorher war halt so, okay, wir spielen Playoffs, wir können nicht aufsteigen. Ja, wir wollen einfach gewinnen, so viel es geht. Und danach Jena war halt so, okay, jetzt wollen wir wirklich die Großen ärgern, sage ich mal so. Und wenn wir schon nicht aufsteigen können, warum soll dann Jena und Rostock einfach so aufsteigen? Also die müssen immer noch gegen uns spielen.
beide Teams. Wir gibt ja gar keinen Grund, warum wir das denen leichter machen sollen. Wir wollen das schon gewinnen. Before the games, we felt like we can beat anybody, and then when we actually went and did it, especially against the higher level teams, we know they wanted to move up, we know they wanted to win our pool in the playoffs, and once we were able to beat them both, I mean, every game we just gained more confidence in ourselves and kind of realize our potential. Ich kann mich noch erinnern, als wir da das Zoom-Gespräch hatten, das Zoom-Meeting. Da kam ja auch die Frage, ja, was sind die Ziele für die Playoffs? Und da hatte ich ja auch gesagt, eins auswärts gewinnen, zu Hause alles gewinnen und dann kannst du schon mitreden. Und so war es ja am Ende auch. Wir haben direkt das erste Spiel gewonnen in Quakenbrück. Ich glaube auch, dass die Reihenfolge der Spiele sehr gut für uns war. Quasi, ich sag mal jetzt, ohne respektlos zu sein, aber das schwächste Team auswärts direkt gespielt und dann die zwei stärkeren Teams zu Hause direkt. Hat gut gepasst, würde ich mal sagen, weil wir dann, besonders nach dem Adlin-Spiel, was wir dann auch am Ende hoch gewonnen haben, mit dem Selbstvertrauen hier nach Hause gefahren, gegen Jena gespielt, das auch gewonnen, auch eigentlich sehr souverän und dann kam Rostock und dann war der Zug schon nicht mehr zu stoppen, sag ich mal. Und für die Jungs war es immer was ganz Besonderes, gerade gegen Rostock zu spielen, natürlich auch wegen Harry. Ja, der da weggegangen ist und das ist nicht alles so ganz so rund gelaufen für ihn. Und die anderen wollten halt auch dem Harris im Endeffekt helfen, sich so ein bisschen zu revidieren. Ja, also hier, die mal gucken, wer hier der bessere Spieler, die bessere Mannschaft ist. Ja, das war ja auch, glaube ich, schon direkt nach unserem Spiel hier, hat dann der Bauermann halt verkündet, dass wir im nächsten Spiel in Rostock, dass Rostock zeigen wird, wer Erster in der Saisontabelle war und wer nur Fünfter war. Und ob das jetzt so schlau von ihm war, glaube ich, also ist halt schwierig, weil mehr Motivation kannst du einem Team eigentlich nicht schenken. Und besonders der Harris, der ja auch noch eine gewisse Vergangenheit mit Rostock hatte, den hat es dann nochmal extra gepusht. Und ich meine, was Harris dann am Ende da gemacht hat, hat ja jeder gesehen. Ja, ich fand das ein bisschen eigenartig, weil gerade in der Liga hat jeder jeden geschlagen und vor allem wir haben jeden einmal geschlagen, bis auf Jena. Und ich weiß nicht, was genau damit beabsichtigt wurde mit der Aussage, ob er sein eigenes Team pushen wollte oder bei uns nervös machen wollte oder wie auch immer. Aber wir haben das eigentlich so als extra Motivation aufgenommen, weil wir uns eigentlich nicht als Fünftplatzierten so gefühlt haben, sondern wir haben die letzten 10 Spiele in Folge gefühlt gewonnen. Und da haben wir uns eigentlich auch zu den Top-Mannschaften gezählt. Und dann hat das schon ein bisschen so, ja, extra Motivation gegeben. Ja, aber also das habe ich auch schon vor der Presse erzählt, dass ich eigentlich überhaupt, also für mich ist jetzt nichts Besonderes, nur weil ich gegen Dirk als Coach ein Spiel gewonnen habe. Dafür habe ich ein viel zu gutes Verhältnis mit Dirk über Jahre hinweg. Und schulde ihm sicherlich auch einiges als ehemaliger Spieler. Hab viele Erfolge mit ihm gefeiert und viel von ihm profitiert und von daher alles cool. Aber das Ding, was er da halt losgelassen hat in der Presse, nach unserem Spiel hier zu Hause, bevor wir nach Rostock gefahren sind,
das hat mir doch schon ziemlich sauer aufgestoßen, weil ich fand es halt total unnötig. Was provozierte er denn jetzt eine Situation, die eigentlich doch gar nicht da war? Und damit hat er natürlich den Jungs dann richtig die Tür aufgemacht. Also ich brauchte da nicht viel zu sagen. Hab meine Dinge gesagt, die ich denke, die wichtig waren vorm Spiel. Dann sind wir nach Rostock gefahren mit dem größten Selbstbewusstsein, was man, glaube ich, je haben kann. Aber im Endeffekt geht das Spiel dann los und dann pocht nur noch das Herz und dann will man einfach nur noch alles geben. Und für so ein offensiv starkes Team wie Leverkusen, das bei 52 Punkten zu halten, passiert auch nicht jeden Tag. Und Trevor Lacy, ja. Rostock kommt langsam in die Groove. We're down, I think we're down like 15 with like 5 minutes left, something like that, crazy. And we're just like, we have nothing to lose, lay it all out on the line. And then we start hitting some shots, cutting it down. And I mean, they have everything to lose, so they're getting nervous. So muss man überhaupt mal gewinnen. Jetzt erst mal ein Dreier. Bujic, dann Eberhard, also back-to-back Dreier von den Gästen. Fehlpass Lacy, schön aufgepasst von Aris Bujic. Zieht zum Korb, macht die nächsten Punkte. Da ist es unter 10. Trifft. Und Lacy gegen Erdegin. Ja, gut mit dem Körper verteidigt. Kann aber nicht dagegen halten, weil er, wie gesagt, schon 4 Fouls hat. Block von Keith Wright und Brechner. Da geht den Ball schneller Ball nach vorne. Ball kommt für 7 vor. Wenn Leverkusen jetzt scored, dann fängt auch so ganz zu denken, Harris Hujic für 3. Ja, genau. Ja. Auszahl. Feiern die Leverkusen ja schon. Genau, so schnell geht's. So was gegen Charlie. Man, Dreier. Und der sitzt. Oh. Gut. Schöne Ball auf Edegin. So einfach geht's. Bujic, ja, der will den Dreier jetzt nehmen. Genau, den kann er, Sweet Spot. Dann macht ihn! Unglaublich. Dann in der wichtigen Phase, wo es dann wirklich um die Murmels ging, haben sie die auch gezeigt und haben das Richtige getan. Und wer kommt da raus als König? Das war der Harris. Der in der ersten Halbzeit ein ganz, ganz schwaches Spiel gemacht hat und wo man auch wirklich schon sehr unzufrieden mit ihm sein sollte und ein Stück weit fast sauer. Er ist dieses Jahr sehr, sehr gut darin gewesen, nach einer schwächeren ersten Halbzeit sich in der zweiten Halbzeit zu fangen. Was er dann gemacht hat, ist einfach nur noch Geschichte. Ja, also das war schon so, dass so eine Story, die kannst du, ein Drehbuch kannst du nicht besser schreiben. Ja. Jetzt die besten Freiwerfer auf Rostocker Seite auf dem Feld. Und Jack Charlie trifft ihn nicht. Ballbesitz Leverkusen. Die können ausspielen, theoretisch, und Hujic einen Dreier werfen. So der Plan, offensichtlich. Gegen Yagcali. Heinzmann soll kommen. Gutes Foul von Yagcali, hat noch kein Foul heute Abend. Viertes Foul erst für Rostock, gibt also Einwurf für Leverkusen, 8,5 Sekunden. Also der Wurf selber dann zu dem Zeitpunkt war okay, weil es war entweder oder für ihn. Ne? Aber ich hatte halt in der Auszeit ganz klar gesagt, Jungs, wir sind hier, wir sind mit 8 vor in Leverkusen, wir sind jetzt minus 3, ich will nicht in die Verlängerung gehen. Warum? Weil wir sind minus 3 oder minus 1, wir kommen nicht schlechter als 8, wir haben einen direkten Vergleich gegen Rostock. Das war mein Ding erstmal in der Gruppe, dass die Konstellation so aufrechtzuerhalten. Wenn es einen Dreiervergleich gibt, sind wir besser als die, sind wir auf jeden Fall schon mal in den letzten beiden. Das war mein Ansatz. Warum? Wenn du in die Verlängerung gehst, kannst du Verlängerung auch wie in Paderborn auf einmal eine Fackel kriegen und bist aber minus 15. Und da war das Ganze für Popo, ja? Also ich kann es gar nicht beschreiben, was da passiert ist in dem Moment. Die Jungs meinten, ich sah aus, als wenn ich nur schwarz gesehen hätte. Aber ja, ich wollte das Spiel eigentlich unbedingt gewinnen und ich wollte unbedingt in Rostock gewinnen, gerade weil es für die um so viel ging. Und das war schon so ein bisschen das Motto der ganzen Saison von uns, dass wir den großen Verein oder die was vorhaben, so, dass wir die ärgern wollen und dass wir denen die Tour vermasseln wollen. Und das war quasi die perfekte Chance für uns und wir wollten es dann am Ende halt nicht entgehen lassen. Also ich habe schon gedacht, dass wir 3 tief sind.
und dass wir jetzt einen Dreier brauchen. Ich hatte Angst, dass sie faulen und uns an die Linie schicken. Und dann habe ich den Ball erstmal zu Dennis gepasst und hatte kurz Angst, dass sie Dennis sofort faulen und halt, dass wir nur zwei Freiwürfe kriegen und nicht die Chance zum Ausgleich haben. Aber das war das Einzige, was ich, also ich habe mir gedacht, sobald ich den Ball kriege, wir. Weil wenn die dich faulen, dann sieht es schlecht aus. Dann versuch einfach den Ball zu bekommen und so schnell wie möglich zu werfen. Das war das Einzige, was ich gedacht habe und hat zum Glück funktioniert. Wir lagen ja mit 16 hinten noch am Ende vom dritten Viertel und kommen zurück. Und Harris gegen sein altes Team haut den Dreier rein, das fand ich, war auf jeden Fall geil. Dass der Harry dann so einen Dreier nimmt und trifft, du, dann muss er nehmen. Das würde ich schon sagen, war auf jeden Fall eins der krassesten Sachen. So gerade, weil ich Harry auch ein bisschen kenne so. Wir haben vor dem Spiel gesagt, das ist eins der wichtigsten Spiele und wir spielen es auch für ihn so ein bisschen. Und was er dann da gemacht hat, war, ja, er hat sich, glaube ich, den ganzen Frust von einem Jahr mal und von der Seele gespielt und dann einfach, ja, keine Ahnung, wie so ein guter Koch, alles so ein bisschen zerlegt und alles mal hier, da und da den geilen Pass gespielt und dann am Ende so einen krassen Dreier getroffen in die Overtime und dann zwei, drei Pässe noch gespielt, die waren, hat man selten gesehen so. Die müssen ja auch, wenn ich einen Pass spiele, müssen die auch treffen, die anderen Jungs. Also so ist es ja nicht. Ich habe es ja nicht alleine gemacht. Die Würfe, die er getroffen hat, die Entscheidungen, die er im Pick and Roll getroffen hat. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir das ganze Spiel nochmal runtergeladen und alle Harris-Hult-Situationen aus dem Spiel nochmal rausgeschnitten, um die einfach parat zu haben, auch nochmal einem Jugendspieler zu zeigen und auch nochmal zu zeigen, was Flow bedeutet, wenn man einmal in seinem Element ist. Ich habe ihn gefragt, hat er überhaupt noch zum Korb geguckt, als er den letzten Wurf genommen hat? Der meinte, nee. Ich wusste, wo der hängt und ich habe ihn einfach gehen lassen und ja, das, also da Taktik und Neutralität als Trainer zu bewahren, ist, glaube ich, in vielen Elementen sehr, sehr wichtig, einen kühlen Kopf, aber das war dann natürlich nur noch pure Emotion. Dann war natürlich dann Verlängerung, wir sitzen da und gesagt, Jungs, okay, alles klar, ihr wollt die Verlängerung, jetzt müsst ihr die Kohlen aus dem Feuer holen, weil jetzt will ich hier nicht mit 8 verlieren oder sowas. Ja, dann hatten wir einen super Start in die Overtime und das war wie ein Film, muss man ganz klar sagen. Also es hat sich angefühlt wie ein Film, was da los war die letzten Minuten und dann in der Overtime. Also ich glaube, da werde ich noch auf dem Schaukelstuhl mit der Medaille mit schaukelnd meinen Enkelkindern von erzählen. Ja. Ja, zu nah für ihn, aber Heinzmann stopft ihn rein. Schöner Block von Heinzmann. Oh, dann fast der Fehlpass. Oh, jetzt Spatschak. JJ Mann. Yep. Ja. Der war gut, gut, den Ball zu drücken. Lösung. Und die Rebounds gehören den Leverkusen an. Selbst ohne Heinzmann. Und Edegin, ja. Wyatt Lohaus, wie auch am Freitag, trifft seine Freiwürfe und macht es. Ja, schraubt den Unterschied auf 11 Zähler hoch. Und der nächste Steal. Also Rostock war ein bisschen leichtfertig. Und Lohaus noch höher, also so viele Punkte. Rostock erst 4 Punkte in der Verlängerung und Leverkusen 17. Jetzt könnt ihr es auch sehen. Verdient der genau. Jubel. Der Grüße nach Leverkusen, Grüße ins Rheinland, Grüße an die Kollegen. The locker room after that was pretty fun, just because there's some underlying stories and stuff within the team that was going on, and all good stuff. But yeah, I got to run my mouth a little bit after that game, and so that was pretty fun. That's kind of, you look back on, you know, you're not gonna remember every game, but you think about that locker room and the little celebrating after, like, that was really, that's just good stuff. Ich glaube, das war einfach so ein Ausrufezeichen und ein Resümee für die ganze Saison. Und ich glaube, nach dem Sieg gegen Rostock, die wir ja auch schon in der regulären Saison hier besiegt haben, haben wir dann gemerkt, okay, da tut sich wirklich was auf und ja, wenn wir jetzt eine Woche lang wirklich den besten Basketball vielleicht spielen können, den wir momentan drauf haben, dann haben wir wirklich die Chance, ins Finale zu kommen. Und Leverkusen hat den ersten Ball der Partie mit Lohaus hier gegen Hill zu attackieren. Heinzmann verteidigt aber sehr sauber und schlau, denn jetzt schon frühe Fouls hier zu kassieren, kann auch nicht im Interesse von Leverkusen sein. Eberhard hier mit dem Dreier. Ja. Starker Drive. Oh, den nimmt er, jawohl. Floater von Julius Wolf über Dennis Heinzmann.
Da haben sie schön den Ball reingespielt. Das wäre halt das zweite Mittel gegen die Ballraumverteidigung. Und Leverkusen lässt jetzt hier auch ein bisschen nach. Ob das schon Ermüdung jetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht eher Nervosität. Ich kann ja nur für mich jetzt da erstmal sprechen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt mir besonders großen Druck gemacht habe, weil ich schon gesehen habe, Jena ist eigentlich das Team, was den Druck verspüren sollte. Jena ist mit einer ganz anderen Zielsetzung in die Saison gegangen und Jena wusste, wenn wir das Spiel nicht holen, dann ist es vorbei, dann werden wir definitiv nicht aufsteigen. Ich denke, das hat man auch im Spiel sehr früh gesehen. Jena war sehr konzentriert, sehr gut vorbereitet. Nochmal vielleicht eine Ecke mehr, als sie das hier schon waren bei uns, weil sie auch wussten, für sie ist es ein externes Schlüsselspiel. Yeah, I think you know, we were 4-0 at that point and we'd beaten everyone in our group. So I think every single one of us thought we were gonna win in Jena. 5-4 noch. Jena, guter, exzellent gespielt hier. Da haben sie die Zone herrlich typiert. Sortiert erstmal, um und abzustoppen und den Dreier rein zu versenken. Jic auf Edigin gegen Lodders, abgestoppter Wurf, drin, stark, werfen stark, verkürzt auf 4. Nixon, da ist Lodders. Oh, oh, schnelle Hände von Edigin, auch cool. Cool. Hand hoch, jetzt Hand hoch. Langer Wurf, oh, langer Rebound und Lohaus, drin. Yes. Hand oben lassen, schöner Lob auf Edigin. Oh. Ah, da muss von der Weak Side auf den Abroller reinrotiert werden. 3-4 wieder, eine Minute. Leverkusen noch ein Foul zu geben. Weiter Dreier von Mielitsch daneben. Oder einen guten Wurf zumindest rausspielen. Denn Leverkusen wird noch viel Zeit haben. Und Hill stellt auf 5 hoch. Und das kann der Neckbreaker sein. Das kann. Es muss nicht. So, wenn die Seconds, die werden einen schnellen Dreier nehmen, vermute ich. Mit Foul. Vorher Foul, vorher Foul. Zwei Freiwürfe. Für Vujic. Ein Stopp brauchen sie noch, um ganz sicher zu sein. Vujic, hier ist dann wieder der weite Dreier. Und der ist drin. Bam. Nach 0 von 5. Ist der zweite drin, kann man es fast nicht aufmachen. Jawohl. Jetzt vorne verteidigen. So, kein Dreier mit Foul, einfach da sein. Jawohl. Und da ist das Deal. Und damit ist das Spiel zu Ende. Jena holt sich im Entscheidungsspiel erstmal zumindest um den Platz 1 in der Gruppe. Even though we lost, yeah, loss is disappointing, but even though we lost, we felt like we didn't give them our best shot and we still only lost by, I think it was 3. So we still felt like if we saw them again, we wouldn't be worried about it. So yeah, it was disappointing to lose, but it was kind of like this was our bad time and we still did well. Dann am nächsten Spieltag hat sich das ja, war das ja sowieso egal, sag ich mal. You always have 11 teammates who are gonna pick you up. In the NBA, they have a stat. The team that has the most touches, most high five, most hugs are the teams that go to the finals, the playoffs and get the championship. Let's be that team today. All right? All for you. Zwischenzeitlich dann mitbekommen, dass Rostock mit 22 Punkten hinten lag und hatte dann schon so gedacht, okay, alles klar, das wird wahrscheinlich nichts. Wir fahren am Dienstag nach Jena oder am Mittwoch, wann auch immer dieses Spiel dann gewesen wäre. Und habe dann aber von den Zuschauerrängen am Ende mitbekommen, oh, es wird doch noch mal ein bisschen spannender. Dann haben wir uns da alle versammelt vor dem Bildschirm und es war so ein bisschen
surreal, würde ich fast sagen, weil man diesen Livestream dann geguckt hat. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem an, was wehgetan hat, ne? Wenn du so ein Heimspiel gewinnst und hier stehen Tausende von Leuten und dann sind alle mucksmäuschen still und warten auf diese Entscheidung aus dem Spiel Jena gegen Rostock, das wäre, glaube ich, völlig eskaliert. Also ich glaube, das wär so eine Stimmung gewesen, einfach das zu verpassen, ist halt schade, weil keine Zuschauer da sein durften. Aber ja, also die das gesehen haben, ne, wir stehen da im Huddle, gucken alle auf das Tablet und alle sind gespannt. Wir sagen dem Hallensprecher und auch den Leuten an der Seite, die sollen keinen Kommentar machen, weil der Live-Ticker halt ein bisschen schneller ist und sehen es dann halt auf dem Bildschirm. Ja, mega, also Wahnsinn. Das noch geholt hat. Ich glaube, zur Halbzeit hätte da kaum jemand drauf gesetzt. So gesehen war für uns die Saison perfekt. Wir konnten nicht aufsteigen, haben es bis ins Finale geschafft. Wir haben aber zwei Teams, also es war schon ein geiles Gefühl, wenn man zwei Teams irgendwie den Aufstieg verärgern kann, so ein bisschen, dass sie es nicht schaffen. Also es ist irgendwie als Team, was finanziell von denen unfassbar weit entfernt ist und es eigentlich komplett eine andere Dimension ist, haben wir es irgendwie geschafft, denen zu zeigen, dass Geld auch nicht einfach einen Aufstieg garantiert, sondern man muss schon gut Basketball zusammenspielen. For the finals, right? In 3 weeks? Yes. Guys, great fucking job! Yeah! Finals on 3, 1, 2, 3! Finals! Ich konnte das gar nicht so nicht fassen, weil die ganze Zeit gedacht, bitte, es soll mich jemand kneifen, weil ich habe das einfach nicht irgendwie realisieren können, dass wir wirklich darum spielen, ins Finale zu kommen und dementsprechend auch theoretisch sportlich aufgestiegen sind. Das war einfach sehr surreal, weil man am Anfang der Saison war das überhaupt nicht, also hättest du den größten Optimisten gefragt, hey, wir ziehen ins Finale ein, dann hätte man dir vielleicht eine Backpfeife gegeben und gesagt, hey, ich schön und gut, dass du uns glaubst, aber das wird nicht passieren. Aber das war einfach, ich habe erstmal zwei Tage gebraucht, um das wirklich zu realisieren, hey, wir sind jetzt wirklich im Finale. Also wir sind theoretisch jetzt BBL-Verein jetzt. Und wirklich, dass es dann kein Entscheidungsspiel mehr gibt und wir direkt ins Finale einziehen, damit ja quasi unser sportliches Recht zum Aufstieg erreicht haben mit der Truppe. Das hat ein paar Stunden gedauert, dass man das wirklich so verarbeitet, weil klar, was dann sportlich daraus geworden ist, das ist ja bekannt, aber dass du theoretisch dir das Recht erarbeitet hast, als Mannschaft gegen die großen Brocken zu spielen, wie München, Alba, das ist schon eine Leistung und darauf sind wir alle stolz, auf jeden Fall. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woran das jetzt direkt gelegen hat, dass wir so gut zusammen, wir haben da nichts wirklich, Hansi hat da nicht irgendwelche Sachen gemacht, dass es so gut funktioniert, wir haben da nichts gemacht dran, es hat einfach von den Charakteren her einfach ziemlich gut zusammengepasst. Und das habe ich während der Saison schon gesagt und jetzt zum Ende dann auch nochmal. Es hat sich angefühlt, als würden wir wieder NBBL zusammenspielen. Und viele, die Basketball kennen oder die auch selber mal in der NBBL U19 gespielt haben, das war eigentlich also für mich damals die geilste Zeit, die ich hatte beim Basketball bis jetzt. Klar, Pro A und so ist alles super professionell dann nochmal und das ist ein Riesenunterschied. Aber mit seinen Freunden, mit seinen Jungs, mit denen man zur Schule geht, Basketball spielen, das war das Beste, was man haben konnte. Und es hat sich dieses Jahr ähnlich angefühlt. Also es war fast dasselbe Gefühl. Multiple guys would come to us after games and say, man, I looked like y'all were just having so much fun out there. And y'all enjoyed playing each other, with each other. And it's not really a secret. Like, it's just, somebody's open, pass it to them. If you're open, shoot with confidence. And, you know, if someone messes up, pick them up. Ich glaube einfach, dass wir nicht wie manch andere Teams gewisse individuelle, klar haben wir individuelle Stärken im Team. Aber ich glaube, dass wir so breit aufgestellt sind und jeder für jeden spielt. Und dass wir, glaube ich, abseits des Feldes auch mega gut klarkommen alle zusammen. Und jeder wird respektiert, sei es jetzt einer, der ein Veteran ist, sei es ein Rookie.
Aber ich glaube, das ist einfach eine Einheit, die da auf dem Feld steht dann immer. Und selbst wenn jetzt mal einer der Leader jetzt nicht so einen guten Tag hat, sind andere Leute da, die vielleicht ihr Game ein bisschen upsteppen oder einfach mal ja, performen sozusagen. Und da ist jeder für jeden da. Man wusste nie, wer bei uns einen großen Tag erlebt. Also ob es mal JJ war, ob es Harris, Grant, Dennis, Eddie, Wyatt. Man wusste echt nie. Und das hat sich auf jeden Fall gezeigt. Das Auswärtsspiel, wo Jack uns gecoacht hat. Und wir danach in dem Bus saßen und ich gesehen habe, wie das Team sich für den Co-Trainer freut, dass er das Spiel gewonnen hat oder mit uns gewonnen hat. Das hat mir so ein richtiges Gefühl, das hat mich richtig glücklich gemacht, muss ich sagen, weil ich dann dachte, ja, hier gönnt jeder jedem alles. Und das ist einfach schön, hier zu sein, weil ich weiß, dass ich auf jeden zählen kann und jeder sich für mich freut, egal was passiert. Von den allen anderen Spielen will ich sagen, dass das so das für mich Coolste war, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir eine wirkliche Familie sind. Ich habe es schon mal aus dem Fußball gehört. Ich glaube, es war Thomas Müller in einer Zeit, wo Bayern extrem gut gespielt hatte, wo er gesagt hat, bei uns freut sich jeder, wenn er den Fehler von einem anderen wieder wettmachen kann und opfert sich auf, wieder zurückzukommen und den Ball wieder zurückzuholen. Und das charakterisiert unsere Mannschaft auch sehr gut und das charakterisiert für mich natürlich auch dieses Spiel. Ich habe Harris versucht, so viel dieses Jahr wie möglich zu helfen, ihn zu unterstützen, ein besserer Spieler zu werden und eine tolle Saison zu spielen. Und das konnte er mir natürlich dann auch an dem Abend, wie der ein oder andere Spieler auch, irgendwie mal auch zurückzahlen. Weil man steht natürlich schon unter Druck und will natürlich dann auch dieses eine Spiel, was man coacht, unbedingt gewinnen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Jungs da auch sehr glücklich waren, dass ich mal diese Rolle hatte und sie mir diesen Sieg dann auch irgendwie schenken konnten. Ja, vor allem mit Corona war das schwierig, sich abseits vom Feld zu treffen und irgendwie Teamchemie aufzubauen. Wir sind länger in der Kabine geblieben. Wir haben mal was zusammen getrunken oder einfach mal einen Tisch in der Kabine aufgestellt und einfach mal eine halbe Stunde Karten gespielt. Solche Sachen quasi hat uns einfach geprägt dann im Laufe der Saison, dass wir so eine Teamchemie hatten und dann auch im Bus. Es waren immer die gleichen Leute, die zusammen Karten gespielt haben. Dann wurden sogar Co-Trainer und Athletiktrainer eingeladen zum Kartenspielen. Und es war eine richtige Mannschaft, also wie eine kleine Familie, die halt immer von Tag zu Tag zusammengewachsen ist. Und das hat man einfach am Ende auch gemerkt, dann, wie man sich für jeden freut. Und egal wer reinkommt, hat das volle Vertrauen. Und das war irgendwie so ja, das Rezept von uns. Ich hatte immer das Gefühl, jeder war auf einer Wellenlänge. Und jedem hat es immer Spaß gemacht, den anderen zu sehen. Also wir hatten, natürlich hat man so Ups und Downs gehabt, wo man reingekommen ist und sich vielleicht nicht so gut gefühlt hat oder sowas. Aber wir hatten im Großen und Ganzen immer alle Bock, einander zu sehen. Und es hat einfach immer Spaß gemacht, mit den Jungs einfach unterwegs zu sein. I think there's a little bit of evolution. I think a lot of guys have, like, at first you can't really see their personality. Maybe they're a little shy or whatnot. But then other guys help you bring it out. And then, especially through basketball, it's easy to express yourself. So like throughout the season, you could just see everybody kind of coming into themselves and like developing this great chemistry that we had. I've ever said, I talked to a few guys after some games, and I told them, like, I feel like we have 12 seniors on a college team. And you know, in college, you come in with usually your group of three or four, maybe five, all come in the same year. You play together for 4 or 5 years, and yeah, you're gonna be best friends. Or by your senior year, you're all just clicking, you know what you're gonna do. And that kind of happened here. Everybody, and like, we didn't have one, not a single bad apple. Everybody liked each other on and off the court. And they just had to do, a lot of guys were, you know, everybody humbled themselves and everybody bought in. I know it's such a cliche. Everyone says, oh, you got to buy into the system. But Hanzi did a great job of making it happen, of creating that atmosphere and that culture. Hanzi Gnad als Head Coach ist natürlich da hauptsächlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, hier so eine Stimmung in den Verein zu tragen, aber vor allem in die Mannschaft zu tragen, die dann zu so einer guten Teamchemie führt. Sein Führungsstil ist sehr demokratisch und er geht sehr auf die Bedürfnisse der Spieler ein. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass die Jungs sich hier sehr, sehr wohl gefühlt haben. Wenn ihr mich fragt, ist ja auch wie ein Vater für mich über all die Jahre gewesen, hat mich aus Wuppertal geholt, von daher
bin ich vielleicht eh ein bisschen parteiisch, wenn man so will. Aber ich glaube, für die anderen Jungs, die auch neu dazukommen oder auch die, die schon wieder weg sind, einfach die ihn nicht so lange kennengelernt haben, sondern ihn auch hauptsächlich als Coach sehen, ist es einfach, dass er dich wertschätzt als Spieler und dass er dich immer, wenn er kann, zu deinen Stärken spielen will und dass er approachable ist, dass er quasi, er fragt dich dann einfach mal, wie wollen wir das verteidigen? Ja, nehmen wir den Wurf und gehen under oder schicken wir ihn zur Seite down und lassen die Weakside für den Dreier stehen? Also was nehmen wir weg und worauf wollen wir spielen? Und dass ein Spieler danach gefragt wird, wie man spielen will, weil letzten Endes spielen wir ja auf dem Feld, das sorgt dafür, dass er ein sehr, sehr hohes Maß an Vertrauen gewinnt bei den Spielern. Und er meint es auch so. Und wahrscheinlich, weil er 20 Jahre plus selber gespielt hat, kann er sich gut hineinversetzen, was halt auch in jungen Kerlen vorgeht. Ja? Was denken die und was haben die für Ziele und wo fehlt ihnen vielleicht manchmal ein bisschen Abstand zu nehmen, wenn mal was nicht so läuft. Ja? Und deshalb schafft er es immer wieder in sehr, sehr kurzer Zeit, die Jungs voll an Bord zu holen, dass sie hinter ihm stehen. Ja, es ist wirklich so. Ich frage, also wenn wir Spiele vorbereiten, gucke ich mir Sachen an, mach mir meinen Gameplan, spreche da mit Jack und frage, was er denkt. Und über einige Dinge, die Jack und ich dann ausbaldowert haben, wenn wir dann durch die Sachen drüber gehen, fragen wir auch die Mannschaft, könnt ihr das so umsetzen? Weil es macht mir ja gar nichts. Also es bringt mir und Jack gar nichts, wenn wir sagen, die sollen nach rechts laufen. Aber die Mannschaft meint, wir sollen nach links laufen. Also ist es Quatsch. Also wird dann schon mal drüber was geändert. Also am Tag vor dem Spiel denkst du so, okay Jungs, dann spielen wir so. Aber dann müsst ihr es auch so umsetzen. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist. Einige, da können die Trainerkollegen denken drüber, was sie wollen. Ist mir auch ganz egal. Ich bin damit gut gefahren. Die letzten 3 Jahre. Warum? Weil das den Spielern auch zeigt, dass ich Respekt für ihren Basketball-Einstellungen, Basketball-IQ, Basketball-Hintergrundwissen, was auch immer habe, weil sie sind immer diejenigen, die auf dem Spielfeld das irgendwie umsetzen müssen. Ja, wir geben schon Dinge vor, die fordere ich auch ein, aber wenn ich merke, dass was ich machen wollte, funktioniert nicht, dann schmeiße ich es weg und nehme was anderes, ne? Weil es macht ja Sinn, dass die Jungs das umsetzen, ne? Das, was sie wollen. Und wenn Spieler sagen, pass auf, wir machen das so und die sind sich einig, dass sie das so machen wollen, da sind sie auch ganz anders hinten dran, als wenn ich dann sage, hier, mach das anders. Ja, also daher, das passte schon. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Jungs einfach ab und zu mal zu fragen. Und wir haben ja auch ganz verschiedene Spielertypen. So einen Harry habe ich oft auch gefragt, weil der war schon so viel rum, verschiedenen Dingen, wo einfach Spieler auch in Schubladen gesteckt werden. Und sagen, ja, du kannst du das und das, das gibt's bei mir eigentlich nicht. Ja, also ich habe auch nichts dagegen, dass der Dennis mal einen Dreier wirft, wenn das nicht unbedingt nach einem Pass ist und was weiß ich was sein sollte. Aber prinzipiell, der macht das im Training, macht das ganz anständig. Warum soll er das im Spiel nicht auch machen dürfen? Ja, alles cool. Wir haben die Mannschaft auch so zusammengesetzt, dass wir schon geschaut haben, dass die Charaktere zueinander passen und auch, dass wir, ich sag mal, keinen faulen Apfel irgendwie dazu holen. Das weiß man vorher nie. Aber für uns ist natürlich beim Rekrutieren auch sehr wichtig, wie ticken die Jungs und wie verhalten die sich mit anderen? Sind die vielleicht eher so egoistisch oder wollen die schon in der Mannschaft spielen? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Und ich glaube, da hatten wir viele, viele Jungs, also eigentlich alle, da kann man gar keinen rausnehmen, die einfach immer den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund gestellt haben. Und das hat sich dann natürlich auf dem Parkett auch ausgezahlt. Was mich halt so überwältigt hat, auch am Ende immer noch hin, gerade zum Ende hin, war dieses Mannschaftsgefüge, ja, dass sich das so bewahrheitet. Du denkst immer, ja, so muss es funktionieren und es kann eigentlich nur so funktionieren. Und wenn es dann im Endeffekt wirklich nur deshalb so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, im Positiven, dann ist das schon was Geiles, ne? Also das muss man total zufriedenstellend, ja. Und das ist das, was mich halt so beeindruckt hat im Haufen dieses Jahr. Ja, also keine Frage. Und da würde ich auch nicht mal einen hervorheben. Klar gibt es da Entwicklungen von dem einen oder anderen, wo man sagt, wow, der hat wirklich was aus sich gemacht. Und das System hat einfach so gut zu dem gepasst, ja.
Also wir hatten in der ersten Halbzeit, wir haben keinen schlechten Basketball gespielt, sondern wir haben einfach keine Würfe getroffen. Und sie haben alles getroffen. Und das hat so ein bisschen dann unser, ja, das Momentum gekippt. Und dann gehen wir in die Halbzeit rein, denken, wir sind 12 hinten. Und dann kommen wir raus und sind es auf einmal 17, weil nochmal 5 Punkte nachgereicht wurden. Und das hat so ein bisschen, ja, also die sowieso schon schweren Beine von uns nochmal schwerer gemacht. Und Heidelberg hatte einfach nach den zwei Spielen weniger und der Woche Vorbereitung. Die wussten genau, die waren bis auf die Haarspitzen motiviert und wussten genau, was zu machen ist und hatten dann auch die nötige Erfahrung mit den ganzen Spielern, die sie hatten und haben quasi unsere Schwächephase einfach gnadenlos ausgenutzt. Play Heidelberg tomorrow in here, and I know exactly what would happen. But yeah, confidence is a serious weapon, and we all jumped on the confidence train, and we rode it all the way to the finals. They just beat us in every aspect of the first game, and we obviously knew we were way better than that, and we were super disappointed because, especially how it's structured, you know, with point spread, so you don't really have a chance going into the next game down 30. But we still knew we were a much better team. Ja gut, die Klatsche zu Hause mit 30. Unnötig. Klar, also hat auch richtig, war richtig bitter. Ja. Spiels Finale bis voller Euphorie, ja, zu Hause, erstes Spiel. Und dann kriegst du mit 30 um die Ohren. Also, dass wir jetzt so lange so viel geleistet haben und genau an dem Punkt, wo es darum geht, das Wichtigste in seiner Karriere zu erreichen, hat uns so ein bisschen irgendwas gefehlt. So die Leichtigkeit vielleicht auch einfach. Für mich war es nicht persönlich so, okay, krass, wir spielen jetzt ein Finale, weil das ist einfach nicht aufgekommen, dadurch, dass wir wahrscheinlich keine Zuschauer hatten. Das wäre nochmal was anderes gewesen, wären wir in normalen Zeiten, dass wir hier ganz normal Fans hätten, alles drum und dran. Dann wäre, glaube ich, draußen viel mehr los gewesen, hier drin wäre viel mehr los gewesen. Man hätte das einfach anders wahrgenommen. Also dieses, ich glaube, dieses Feedback von Leuten zu bekommen in dem Fall, wenn man so krass spielt, damit man das realisieren kann, ist, glaube ich, einfacher, wenn noch Leute da sind. Durch das Finalspiel war es halt so ziemlich ernüchternd, aber jetzt auch nicht, dass wir daran kaputt gegangen sind, weil im Endeffekt hat es jetzt, klar sind wir halt diese einen Schritt Meisterschaft haben wir halt verfehlt in dem Fall. Aber der war, glaube ich, für uns wie so ein kleiner Boni am Ende nur noch, dass wir das vielleicht schaffen könnten. Ja, es ist natürlich klar, du hast schon an, als wir also den Aufstieg geschafft haben, als wir hier im Halbfinale dann beziehungsweise hier am Ende das Finale sicher gemacht haben und dann eben miterlebt haben, dass bei Jena und Rostock die Situation genau so ist, wie wir sie brauchen, damit wir eben sicher Erster sind. Da haben wir natürlich schon sehr gefeiert, waren natürlich schon total froh und wussten noch nicht, ob es überhaupt das Finale gibt und gegen wen und wie das alles aussehen würde. Das war natürlich auch so ein kleiner Bruch dann vielleicht drin. Dann hatten wir halt eben eine Woche Pause und nicht wie bis dahin, wo du immer schon wusstest, so und so viele Tage später geht's weiter und das und das. Und dann kam natürlich das Spiel. Wir waren natürlich trotzdem motiviert. Wir wollten trotzdem gewinnen, weil wir haben uns gedacht, wenn du schon so weit kommst, ne, du willst jetzt nicht im Finale einfach aufgeben und sagen, wir sind ja schon aufgestiegen, das ist vorbei.
Wir hatten natürlich schon Bock, da weiter die Gegner zu ärgern. Und wir hatten auch eigentlich eben die Hoffnung, gerade weil wir zu Hause heimstark sind, dass wir da eben auch was holen können. Ich kann mich an kaum Niederlagen hier in der Ostermann Arena erinnern. Es war vielleicht eine Handvoll in den 3 Jahren. Und wir sind hier noch nie untergegangen. Und das ist dann das Finalspiel war, was aufgrund des Modus natürlich noch mal bitterer war, dass wir das verloren haben. Tut rückblickend schon ein bisschen weh. Man muss dazu aber auch sagen, es war nicht nur ein schlechtes Spiel von uns. Heidelberg war auch einfach sehr gut in dem Spiel und man hat auch einfach gemerkt, dass bei denen dann einfach noch der Wille einfach noch ein bisschen mehr da war und dass die einfach noch mehr wollten als wir wahrscheinlich. Und eben auch einfach, das wussten wir auch aus der Saison vorher schon, dass die individuell natürlich auch eigentlich das stärkere Team sind. Ich glaube am Anfang, also kurz nach dem Spiel, war es schon die Enttäuschung groß, weil es war nicht das Verlieren, sondern man hätte halt nicht so hoch verlieren sollen. Wir haben mit 30 Unterschied verloren und das war kein Resümee, was wir über die ganze Saison gehabt haben. Also es hat jetzt nicht gezeigt, was wir, es war ja teilweise so Klassenunterschiede, teilweise im Spiel. Dafür hat es mir einfach leid getan, dass wir als Mannschaft nicht das abgerufen haben, was wir die ganze Saison lang mehr oder weniger abgerufen haben. Aber dann, ich glaube, ja, ein paar Stunden später habe ich mir gedacht, okay, wir sind im Finale. Also wir haben noch ein Spiel und dann geben wir Vollgas und dann sehen wir, was rauskommt. Also ich spreche auch für die anderen. Ich glaube, der nächste Step war dann einfach, wir haben uns das nächste Spiel geschaut, das war ja einen Tag später. Und wir haben da gesagt, wir gehen all out und dann sehen wir, was kommt. Spätestens als wir Sonntagmorgen auf dem Weg nach Heidelberg dann von den Fans an der Bismarckstraße mit Applaus begrüßt wurden, da gab es nochmal so einen extra Boost und das hat man auch gesehen. Look up, guys! Look out the nice. Window! Oh, was geht hier ab? Beide Mannschaften, Heidelberg und wir, haben das Finale, das Spiel 2, auch wenn es nach 30 Punkten Differenz schon mehr oder weniger klar war, waren mit 100% dabei. Heidelberg hat, glaube ich, mit einer 8er-Rotation gespielt oder maximal 8,5. Wir haben Vollgas gegeben, also am Ende sogar Stop the Clock gespielt. Also das war schon gut zu sehen, in wie viel Ehrgeiz beide rangehen und wie sehr die Competition da noch gegeben war. Es war nicht nur goldene Ananas, sondern beide wollten wirklich gewinnen und das zeigt halt auch wirklich die Einstellung unserer Mannschaft. Diese Mannschaft hat einen unfassbaren Motor und Tank und hat jede Nacht, also jeden Abend versucht, das Beste rauszuholen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch mal einbricht und nicht mehr das abrufen kann, was man möchte, wo die Beine schwer sind. Heidelberg hatte eine wesentlich längere Pause als wir. Wo der Kopf dann auch müde ist, wenn man in die BBL sportlich aufsteigt, das Ganze dann zu feiern und alles und dann wieder wenige Tage später schon wieder auf dem Feld zu stehen. Ist sehr schade im Endeffekt, aber es tut der Saison ehrlich gesagt keinen Abbruch, dass wir jetzt hier so ein Spiel dann noch verlieren in den Finals, weil, und das ist das Entscheidende, wären wir jetzt nach Heidelberg gefahren und hätten dann nochmal mit 20 verloren, dann wäre es vielleicht wirklich ärgerlich, aber die Mannschaft hat dann nochmal nur einen Tag später gezeigt, was in ihr steckt und hat gesagt, so beenden wir keine Saison. Wir versuchen nochmal zu 100% zu gewinnen. Herzlich willkommen in Heidelberg, hier beim Spiel der MLP Academics Heidelberg gegen die Bayer Giants Leverkusen. Schöner Pass. Oh, Edigan blockt den Ball weg. Aber das nicht. Oh. Dann am Schluss.
Heidelberg muss aufpassen jetzt. 42, also McGuffey hat 3 Fouls, Albert Puppe jetzt. Was der Ball verlust. Das war ein wildes Ding. Und der Ball ist weg. Angriff Leverkusen, schnell gespielt. Und die Einfahrtpunkte. Das Ding wieder drin. Ja, gut. Alles gemacht. Wunderbar. Oh, and one and one. Gute Verteidigung jetzt. Der BBL. Auch bestehen. Auch bestehen. Ja. Edigan. Ein munteres Fielchen jetzt hier mit der 7 Grand Wrestler. 3 Punkte. Wie gesagt, Führung geht hin und her. Das ist einfach ein Traum. Legt den langen Mann. Patschak nochmal mit dem Dreier. Und er macht ihn. Und damit sind es 4 Punkte, die Leverkusen in Führung liegen. Wahrscheinlich 3. Nicht warten. Arme hoch, Arme hoch. Oh, Mann. Nein, nicht weggehen vom Ball. Oh. Ja. Der hat heute auch ein richtig gutes Händchen. Aber. Kein Korn? Ja. Der zweite macht er auch. So, Scheidi da jetzt. 5 getroffen. Ja, muss jetzt mal erstmal alle 3. Ah, die ersten Drifte. Das ist wieder der Knacke. Ja. 2 Drifte auch. Und dann ist auch, glaube ich, die Verlängerung geworden. Achtung. Ja. Das heißt noch lange nicht. Die Rennenidee. Aha. Oh. Achtung. Nee, oder? Nein. Ist dann unentschieden ausgegangen mit so einem etwas unüblichen Ausgang, würde ich mal sagen. Und dann stehst du da und guckst den anderen zu, wie die Meister werden. Dauert dann auch wieder ein bisschen, bis du dich über deine Vizemeistermedaille freuen kannst. Aber das ist Basketball manchmal. Die ersten 5 Minuten am Spiel dachte ich, ja, ich werde mich niemals freuen jetzt auf diese Medaille. Und was auch immer jetzt gesagt wird, ist mir eigentlich völlig egal. Ich bin einfach nur sauer, dass wir halt verloren haben und nicht die Goldmedaille hatten. Und dann hat Hendrik die erste Medaille übergeben. Und dann habe ich das Grinsen gesehen und von den ganzen Spielern und dann war mir eigentlich alles wieder egal, weil wir trotzdem einen riesen Erfolg geleistet haben und uns also über unsere Möglichkeiten hinweg was gemacht haben, was eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Und deswegen war es dann eigentlich schnell so, dass wir uns einfach sofort einfach gefreut haben, was wir erreicht haben und dass das Team auch das zusammen geschafft hat. Und dann war es einfach quasi pure Freude, mit dem Team das nochmal feiern zu können. Dass wir 2 Jahre später nach der Pro B nochmal in der Pro A im Finale stehen, hätte, glaube ich, keiner erwartet, vor der Saison nicht. Und wenn mir das jemand vor 3 Jahren erzählt hätte, als ich unterschrieben habe. Ihr steht nach 3 Jahren im Pro-A-Finale, hätte ich, glaube ich, gesagt, du bist doch verrückt. Das macht alles gar keinen Sinn. Von daher war das eine mega geile Erfahrung. Schade natürlich, dass wir ohne Fans gespielt haben. Das hätte natürlich nochmal einen zusätzlichen Push gegeben und man hat auch einfach gemerkt, dass es sehr gefehlt hat. Wenn ich mich hier dran erinnere, gegen Münster, ausverkaufte Hütte, die Ultras waren da, Bengalo-Show vorm Spiel. Das tat natürlich ein bisschen weh. Das Schlimme ist, ich meine, am Ende hast du dich ja so dran gewöhnt, dass das für dich nichts mehr Besonderes war. Du kommst wie Halleskinder da. So, wer schafft es denn jetzt, sagen wir mal, diese Begeisterung trotzdem spielen zu wollen und alles geben zu wollen und egal wie es ist, dann rüberzubringen als Team. Ja? Der eine kann das gut, der andere kann es schlechter. Aber als Mannschaft ist es halt wichtig. Und ich glaube, die Jungs brauchten auch ein bisschen dafür. Man hat das ja auch gesehen. Also zu Hause waren wir eine Macht, keine Frage. Mit was das zu tun hat, kann ich dir nicht sagen, Henning. Das kann nicht an den Zuschauern liegen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Hütte hier voll gewesen wäre, dann hätten die ein Feuerwerk abgebrannt. Ja, es ist natürlich, ich habe halt wirklich schon richtig volle Hallen hier miterlebt. Also auch richtig volle Hallen, auch damals zu Bundesliga-Zeiten eben noch mit extra Tribünen hinter den Körben und alles. Es ist natürlich,
was ganz anderes als das, was wir diese Saison bekommen. Es ist natürlich schon, ja, man könnte eher sagen, traurig, wenn man halt auf dem Spielfeld Basketball spielt und es fehlt einfach mit das Wichtigste, einfach die Stimmung, die ist einfach nicht so da. Klar blendet man viel aus als Spieler, gerade auch in vollen Hallen kriegst du nicht immer alles mit, aber man merkt schon in der leeren Halle, wenn es still ist, dass da halt Stille ist. Und es fehlt natürlich schon einfach ein sehr wichtiger Teil, der einfach bei jeder Sportart da sein muss, damit die Sportart Spaß macht. Und es ist natürlich schon, es ist halt schon schade, wenn man halt ohne Fans dann eben spielen muss und einfach nicht diese Stimmung aufkommt und man dann eben meinetwegen in die Bundesliga aufsteigen würde und dann eben 50 Leute klatschen. Das ist halt was anderes, als wenn jetzt hier 3000 Leute vollkommen steil gehen würden. So stolz ich hier sitze als Abteilungsleiter eines Vizemeisters der Pro A, so sehr ist auch ein Element der Traurigkeit in mir. Und du sprichst den Punkt genau an. Traurigkeit, weil wir gerade in dieser märchenhaften Saison in unserer Festung Ostermann Arena, die sich ja trotz null Zuschauer als gleichbleibende Festung erwiesen hat, was ja fantastisch ist, was die Mannschaft da geleistet hat. Aber das ist das Element, was uns allen zu schaffen gemacht hat, diese fantastische Atmosphäre. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn wir behaupten, dass wir in den Playoffs und dann erst recht im ersten Finalspiel gegen Heidelberg 2 bis 2,5 vielleicht an die 3000 Zuschauer hier gehabt hätten. Jeder erinnert sich an die Saison 18-19, im Mai 2019, das zweite Finalspiel gegen Münster. Ich glaube, so ein Erlebnis hätten wir gerne wieder gehabt. Aber es sollte nicht sein. Nur jetzt ist die Motivation angefangen bei mir und in der gesamten Organisation natürlich riesig groß, solch ein Erlebnis mal wieder hier in der Halle zu ermöglichen. Durch entsprechenden sportlichen Erfolg und hoffentlich dann in einer Situation, wo die Corona-Krise weitgehend hinter uns liegt. Ja, das ist ein ähnliches Gefühl wie damals, als wir sportlich so erfolgreich waren und es dann leider auch nicht weiterging in Leverkusen. Für mich ist es eigentlich so das ähnliche Gefühl, dass man eigentlich denkt, es ist sportlich da, es könnte auch alles klappen, es sieht halt super aus, aber es gibt halt noch viel mehr Faktoren als nur der sportliche Erfolg. Das ist ja auch verständlich. Und es ist natürlich ein bisschen schade, dass es am Ende dann, obwohl es sportlich eben einfach wieder bis nach ganz oben geht, dann nicht reicht. Das stimmt natürlich, vor allem, wenn ich es aus meiner Fansicht sehe, die ich halt auch schon immer habe, ist es natürlich so, dass ich es auch sehr schade finde. Das wäre halt schon richtig toll, wenn dieser Traum, den ich schon die ganze Zeit immer hatte, dass man wieder in die erste Liga kommt, wenn der da halt nicht zustande kommt. Klar, der sportliche Erfolg täuscht da ein bisschen drüber hinweg, also wo wir jetzt aktuell stehen und mit welchen finanziellen Mitteln wir den Erfolg erreicht haben. Also das ist wirklich... besten gucken wir da mal, wo wir vor 3,5 Jahren standen. Da hatten wir einen Geschäftsführer und Profitrainer in Personalunion. Also wir hatten einen halben hauptamtlichen Mitarbeiter, um eine komplette Basketballabteilung am Laufen zu halten, zu Zeiten der Pro B. Also da ziehe ich auch den Hut vor Achim, der das da wirklich für die vorhandenen Mittel wirklich bravourös gemacht hat. Aber eben, um sich weiterzuentwickeln, muss da einiges an der Struktur passieren. Und wir haben mit dem Aufstieg in die Pro A zum ersten Mal 2 hauptamtliche Mitarbeiter. Das ist absolutes Minimum, was die Liga an Standard vorgibt. Und mit den Mitarbeitern müssen wir halt sukzessive alles aufbauen, was eben für einen soliden Pro A oder dann perspektivisch BBL-Standort zu leisten ist. Und dann brauchen wir wirklich noch ein bisschen, um dahin zu kommen. Also das ist auf der einen Seite die Infrastruktur, gleichzeitig natürlich auch die Finanzen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir uns auf eine solide Basis auch aufstellen. Also das ist wirklich für uns jetzt als Management die Aufgabe in den nächsten Monaten, Jahren, da genau weiterhin Gas zu geben, die Entwicklung, die jetzt wirklich erfreulich ist in den letzten 3 Jahren und wirklich uns alle viel abverlangt hat, aber wo ich meine, das kann sich wirklich sehen lassen, egal ob es sportliche Leistung geht, was unser Trainerteam leistet, aber auch genauso dieses Umfeld der Helfer, was wir in den Heimspielen an Atmosphäre bieten, was wir drumherum an Social Media Arbeit machen und so weiter. Das ist auf einem guten Weg, aber wenn wir jetzt den Aufstieg angegangen wären, dann wäre das einfach nicht nachhaltig gewesen und das käme deutlich zu früh. Und wir wollen es vernünftig machen. Wir wollen auch nicht irgendwie den Nachwuchs oder anderes dann hinten überfallen lassen, sondern das muss einfach auf einer soliden Basis passieren. Und insofern gucken wir, dass wir das möglichst schnell sportlich nochmal hinkriegen und dann eben bis dahin auch die Struktur im Hintergrund dann soweit haben.
ich als Captain kriege vielleicht auch das eine oder andere mehr mit und würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr solide Entscheidung für einen mittelfristigen Zeitraum, ja, dass man sowas auf vernünftige Füße stellt. Was natürlich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren passiert, kann man nicht beeinflussen, aber vielleicht haben wir damit zumindest einfach auch die Lautstärke erhöht, zu sagen, in die Richtung sollte es gehen, da sollte der Club hin und da hat der Club auch verdient zu sein. Ja. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Also die Saison wäre nicht ohne den Support unserer Fans, die Dauerkartenbesitzer, die auf Rückerstattung verzichtet haben, unsere Sponsoren, die alle mindestens dasselbe Paket bezahlt haben wie in der Vorsaison möglich gewesen. Wir haben es auch, sei es die Ticketing-Aktion, die wir zum letzten Playoff-Spiel gegen Quartenbrück gestartet haben, die hat uns halt echt gezeigt, wie sehr der Rückhalt hier in der Stadt gegeben ist und wie viel noch da kommt. Und insofern vielen Dank an Fans, Sponsoren, Unterstützer und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in der Halle mit denen weitermachen können. Wo ich mich ja offiziell hier auch mal vor den Leuten, die es halt auch sehen, dann bedanken kann. Erstmal für die Unterstützung auch von den Fans, die es auch geguckt haben, immer wieder. Ja? Einschaltquote etc. Ich hoffe, dass wir uns hier in der nächsten Saison im September irgendwann hier alle mal in der Halle sehen dürfen, wieder alle. Das wäre erstmal total toll. An alle Leute, die hier drumherum gearbeitet haben, ihr beiden, natürlich euer Team, die ganzen Helfer, die hier immer irgendwas gemacht haben und natürlich auch nicht die Entlohnung bekommen haben, die sie normalerweise bekommen für die ganze Arbeit, die sie machen. Also ohne die wäre es nicht gegangen dieses Jahr. Und es war ja viel komplizierter als die ganzen Jahre vorher, was wir alles achten mussten und hin und her und all das. Und das war auch alles okay so. Es hat aber auch funktioniert. Ja, und warum hat es funktioniert? Weil alle zusammengehalten haben und alle was getan haben. Und da rede ich schon wieder, ich habe ein Team, mein Team spielt die Spiele, aber das Team außenrum ist halt auch wichtig. Und bei denen möchte ich mich nochmal in aller Form bedanken für die Saison. Ja, für mich persönlich war natürlich nicht die beste Saison hier. Ich habe nur 2 Spiele gemacht, leider wegen Verletzungen. Aber trotzdem viel mit den Jungs dabei gewesen und so. War natürlich trotzdem insgesamt eine super Saison. Persönlich für mich kann ich nur schwärmen von Leverkusen, drumherum, Verein, Leute außerhalb des Vereins, die mir geholfen haben. Dann auch basketballerisch, wie viel Vertrauen ich von den Coaches bekommen habe. Und genau das, was ich auch wollte, dass ich am Ende mal den Ball in der Hand habe und nicht der bin, der das Spiel mal nicht entscheidet. Also der auf der Seite sitzt und hofft, dass das Spiel für uns entschieden wird, sondern der das Spiel entscheidet. Und das hat mir gut getan und ich bin sehr dankbar für die Chance. Ich möchte mich auf jeden Fall bei den Fans bedanken, die uns unterstützt haben, auch ohne wirklich in der Halle zu sein, aber trotzdem über Facebook, Instagram haben wir die guten Worte alle gehört. Und es war einfach eine kranke Saison, also unglaubliche Mannschaft und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Ich bin einfach nur an sich dankbar, dass ich Teil der Mannschaft sein durfte, weil das war ja Anfang der Preseason war das gar nicht klar. Ich war ja eigentlich schon mit einem Bein weg und dass wir uns, ich und mit auch den Verantwortlichen, die wir vor uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir geben der Sache einfach eine Chance und schauen, was kommt. Das hat sich auch ausgezahlt, also dieser Optimismus. Und ich finde auch, Leverkusen muss auch diesen Optimismus beibehalten. Ich glaube, das macht der Mannschaft auch aus. Und deswegen waren wir auch die letzten 3 Jahre auch sehr erfolgreich, dass sich jeder hier wohlfühlt und keiner irgendwie und es immer sehr, sehr flache Hierarchien gibt bei uns.
Und das spricht für die Philosophie von Hansi und von Jacques. Und ich kann nur sagen, wir sollen es beibehalten und halt wirklich junge Spieler oder auch Spieler, die man schon abgeschrieben hat, wieder zurückfallen ins Profigeschehen. Das ist auf jeden Fall eine große Leistung. I mean, the main thing I'll take away is just how close this group was together, how much we enjoyed playing together. And then, I think in my mind, we overachieved. I don't think many people would have had us going to the finals at the beginning of the year. And so for us to kind of put together that run at the end and do as well as we did in the playoffs, I think that is something I'll remember for a long time. We're a really good team. And it was just amazing to watch that unfold and go all the way to the championship, even when nobody thought it. Even people around the team probably didn't think it. It's an awesome feeling. Bei mir war es bisher so, die beiden Finals, die ich spielen durfte, die habe ich halt gewonnen und ich weiß halt, wie toll das war. Und es ist natürlich dann schon ein bisschen schade, wenn es am Ende nicht dieses Gefühl nochmal ist, sondern eben nur quasi die Silbermedaille. Aber wir wussten alle direkt nach dem Spiel auch oder auch schon nach dem ersten Spiel, wo wir wussten, es wird schwer. Es ist trotzdem einfach verdammt viel, was wir da erreicht haben und verdammt viel mehr, als jeder erwartet hatte. Und es ist auch trotzdem der Aufstieg in die Bundesliga, den man da theoretisch gemacht hat. Und da ist man dann auch, fein mit, wenn man am Ende dann nur die Silbermedaille kriegt und eben nicht die Goldmedaille und den Pokal. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil ich das vor allem aus der Vergangenheit eben so kennengelernt hatte, wie es ist, wenn man die beiden Meisterschaftsspiele da gewinnt. Aber ja, die Silbermedaille ist trotzdem auch es ist quasi eine Anerkennung für eine verdammt gute Saison. Und das ist auch im Endeffekt dann, wenn man später darauf zurückblickt, immer noch ein sehr großer Erfolg, wo sich keiner ärgert, dass es nicht der Meistertitel war. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Erinnerungen. Gerade als es hier losging, erstes Spiel gegen Hagen. Ich weiß noch, als ich im Sommer JJ im Kraftraum das erste Mal getroffen habe und mir schon gedacht habe, so, ui, das wird bestimmt eine interessante Sache mit dem. Einfach eine sehr, sehr gute Teamchemie. Wir hatten sehr viel Spaß im Training, haben aber, glaube ich, nie den Fokus verloren über das Jahr hinweg. Und ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht alle mal im besten Fall in 10 Jahren irgendwie treffen können, treffen wir uns alle mal irgendwo zusammen und gucken nochmal zurück auf die Zeit. Das werden ganz besondere Erinnerungen sein, die wir dann gemeinsam teilen können. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das hier erleben durfte.